Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Zum ersten Mal in diesem Jahr Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FXZ mit dem Serial Trader und damit verbunden natürlich immer mit Dirk Hilger. Und bevor wir jetzt starten, natürlich einmal den Risikohinweis kurz besprechen. Sie müssen immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Dieses Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen. Und dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Ja, muss an der Stelle gesagt sein und bitte darauf achten und auch so zur Kenntnis nehmen. Okay, von meiner Seite aus kann ich jetzt auch gerne den Bildschirm übergeben. Guten Morgen, Dirk, auch nochmal offiziell. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier in die Runde. Ich freue mich auch, dass wir das heute hier zum ersten Mal jetzt für dieses Jahr veranstalten. Hier das Live-Trading zur Eröffnung mit dem DAX im neuen Jahr. Aber Nelson, ich habe eigentlich gehofft, dass du zumindest ein bisschen wacher klingst als ich heute Morgen. Aber irgendwie, du klingst leider Kam genauso. das so rüber? Nein, ich bin sehr wach. Ich stand schon im Hey, Stau, habe schon was, meinen Kaffee getrunken, also alles gut. sehr schön. Ja, das mit dem Kaffee kann ich auch noch bestätigen, aber da hört es dann auch irgendwie schon auf. Ich bin tatsächlich gestern Abend um nach 23 Uhr aus dem letzten Meeting rausgefallen und ich bin heute nicht wirklich wach. Und daher, aber gut, ich mache das jetzt auch nicht unbedingt zum ersten Mal. Das sollte jetzt eigentlich irgendwie nicht der Grund sein, warum das nicht funktioniert. Um hier auch ganz schnell irgendwie eins vorwegzunehmen, leider, steht hier oben Demokonto. Jeder, der hier schon öfters dabei war, weiß, ich mache das immer eigentlich auf dem Live-Konto. Letztes Jahr vor allen Dingen die Eröffnung ohne Ausnahme. Es wird auch der Nelson sicherlich bestätigen können. Aber das Ding ist halt einfach, ich bin gestern einfach hier zeitlich sowas von komplett eingebunden gewesen. Ich habe es schlichtweg nicht mehr geschafft, mich darum noch rechtzeitig zu kümmern. Bin wirklich heute Nacht auch irgendwann um 4 oder so ins Bett und heute Morgen dann halt irgendwie auf den letzten Drücker natürlich dann irgendwie raus, um das hier noch zu machen. Das ist der einzige Grund. Und wie gesagt, Demokonto Ausnahme und ab dem nächsten Mal wird es natürlich auch wieder alles anders sein. Also es hat einfach keinen besonderen Grund. Es ist einfach eine gegebene Tatsache. Und ich finde es, muss ich aber auch sagen, jetzt in dem Fall jetzt aber auch nicht so schlimm. Weil ich mache ja halt, wie jeder weiß, auch immer hier meine hübsche Statistik dazu, zu den ganzen Trades, die ich ja auch irgendwo ansage, poste und so weiter. Und es geht ja auch immer viel mehr darum, dass man sieht, dass es nicht irgendwie eine Momentaufnahme ist, sondern entsprechend ja auch eine Konsistenz dahinter steckt. Und die kann ja ohnehin jeder nachvollziehen. Also von daher finde ich das jetzt an der Stelle nicht relevant, außer dass ich mir selber jetzt natürlich die Chance nehme, hier mit der Eröffnung halt irgendwo auch ein paar Euro zu verdienen und zumindest mal das Mittagessen davon zu bezahlen. Die Chance nehme ich mir jetzt hier nur leider selber. Das ist aber dann letzten Endes auch alles. Aber wie gesagt, vom ganzen Ansatz und von der Nachvollziehbarkeit sollte es dem jetzt eigentlich irgendwie keinen Abbruch tun an der Stelle. Und der Dirk, Kurs, ja. Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Ich kriege ja gerade eine Rückmeldung, dass du eher schlecht zu hören bist. Kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ganz kurz in die Okay. Runde, ob das so ist. Also für mich hörst du, ich kann alles hören. Okay, ich kann Ja, mal hier. Ton ist gut. Also Ah, bitte nee, der gut. eine Teilnehmer dann ganz kurz sich nochmal neu anmelden. Und dann Nee, sollte es. warte, ich glaube, es lag wirklich daran. Ich sehe es, ich bin jetzt hier, ich war ein bisschen leise. Na, Und jetzt hörst du dich eher schlechter an, also ein bisschen übersteuert. Also vorhin war alles gut. ja, weil hier wurde gestern noch fleißig geputzt, gestern Nachmittag, von daher können da ein paar Regler irgendwie gerade verstellt sein, aber jetzt sollte es eigentlich genau richtig sein, so wie ich das hier sehe zumindest, oder? Ja, also bei mir kommst du gut an und Okay. deswegen. Gut. Also, wie gesagt, ne, Ausnahme und sollte auch an der Stelle jetzt dann auch nichts wirklich zur Sache beitragen. So, unser lieber DAX, der hat uns ja, glaube ich, am Freitag oder mich zumindest ein bisschen überrascht, wobei jetzt der Ausbruch an sich jetzt nicht unbedingt. Den hätte ich allerdings eigentlich schon gerne irgendwie im Dezember gehabt. Und jetzt nicht unbedingt zum Jahresauftakt im neuen Jahr. Und weil das Ding ist, ich kann das ja mal kurz zeigen, das hier ist auch der Chart, den ich normalerweise bei den NFPs verwende. Das ist hier der Wochenchart und da hatte ich ja halt irgendwie im November auch schon gesagt,
dass der Bereich hier ab 10.600, dass der nicht unbedingt einfach so nach unten verlassen werden sollte, weil halt einfach in der Vergangenheit zu viele Käufer schon da waren und die werden sich nicht einfach geschlagen geben. Das hat sich jetzt dann auch am Freitag mit den NFPs dann auch hier aufgelöst, tatsächlich mal nach oben. Und wobei das jetzt aber nicht heißt, dass wir jetzt hier das große Reversal kriegen. Wir kriegen jetzt hier erstmal ein paar Käufer, bis wohin die laufen, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Und rein vom Bild her kann das halt auch einfach nochmal dauern. Ja? Das heißt also, wir können hier durchaus nochmal ein paar Tage oder sogar Wochen seitwärts kriegen hier in dem Bereich. Und also ab 10.600, 10.400 dann auch mal irgendwann vielleicht hoch bis zur 10.1200, wobei ich das jetzt unbedingt noch nicht unbedingt sehe. Weil auch wenn wir hier einen fetten Support hatten da in 2016, daher kommt es ja, an sich aber die 11.000, das sieht man halt hier schon vorher, wenn man da noch ein bisschen weiter zurückgeht in der Vergangenheit, 2015, hat die 11.000 eigentlich nie wirklich supportet. Ja, sie liegt hier oben in dem Bereich etwa. Und das ging damals schon dadurch und kann mich auch deswegen gut erinnern, weil ich damals nämlich auch versucht habe, die 11.000 zu longen. Und das war im Endeffekt eine teure Geschichte, weil ich damals halt so gedacht habe, ja, irgendwann muss es doch mal kommen, kam aber dann nicht, sondern ging dann halt hier, wie man ja sieht, relativ zügig runter bis auf 9.300. Und von daher habe ich das noch ganz gut in Erinnerung. Und deswegen wundert mich jetzt auch nicht zum Beispiel, dass wir halt bei 11.000 selber irgendwie überhaupt gar keinen Support hatten, weil war nie ein Verkaufslevel und was nie ein Verkaufslevel war, wird in der Regel eben auch keins. Chance besteht, wie gesagt, hier, kann aber ewig dauern und kann natürlich auch genauso gut sein, dass es hier eine Absorption endet. Das heißt, dass wir hier eine Zeit lang hin und her schieben, dann eben doch unten durchfallen. So, aber wie gesagt, so ohne weiteres halt nicht. Und was hier jetzt noch so ein bisschen aussteht, also die Linie habe ich im November irgendwann eingezeichnet, was natürlich auch so ein bisschen aussteht, und das wäre hier natürlich auch noch eine Bestätigung, weil wir haben hier die letzte, ich versuche es mal noch größer zu machen, die letzte Abwärtsbewegung hier in der Woche. Und danach kam jetzt ja halt letzte Woche entsprechend hier die Ausbruchsbewegung, wobei man auch die nicht überbewerten darf. Wenn wir auch über der Vorwoche geschlossen haben, trotzdem sind wir hier im, ist das halt letzten Endes auch, wenn ich es hier richtig sehe, nur ein Innenstab von der Geschichte hier. Also das heißt, unser Kontext ist nach wie vor short und deswegen muss ich das erstmal noch wirklich, also zumindest vom Wochenchart her betrachtet, hier entsprechend auch noch bestätigen. Ja, also wenn man das so mal einzeichnet, so, dann ist das hier, ist jetzt ein bisschen drunter, aber das hat jetzt auch nicht wirklich was zu sagen. Hier fehlt auch noch ein bisschen was nach unten raus. Aber wir hängen hier einfach in der Abwärtskerze drin. Und deswegen, das ist so unsere Schiebezone. Wie gesagt, ein Wochenchart, ja. Das hat jetzt unbedingt mit der 9 Uhr Eröffnung heute nicht allzu viel zu tun, würde aber erklären, warum wir hier jetzt auch nochmal langsam nach unten purzeln könnten oder sollten. Nicht nur könnten, sondern wirklich auch sollten und eben dann halt ein bisschen mit Verzögerung. Was man jetzt hier sieht, dann im Stundenchart, das ist jetzt vorhin schon ziemlich genau angelaufen, um 8 Uhr, das hier war meine Linie bei 10.777, die auch schon ein paar Tage drin ist in meinem Blog und da ist er jetzt halt morgen, ist er jetzt schon hier dran gelaufen, wie man sieht. Also es gab über Nacht, gab es nochmal einen kurzen Versuchsausbruch darüber, dann wieder drunter geschlossen, dann irgendwie hier um 7 Uhr bestätigt und jetzt mit der 8 Uhr Kerze nochmal. Das heißt, eigentlich, wenn das Ganze jetzt so schließt und jetzt nicht irgendwie schlagartig umdreht, sollten wir dann auch nochmal ein Stück weiter dann nach unten eben fallen und dann eigentlich auch die Supports von gestern antesten. Das wäre jetzt so mein erster Ansatz, den ich auch versuchen würde zu handeln hier an der Stelle. Ist natürlich ein bisschen Strecke, obwohl es ist nicht so viel, sind 50 Punkte. Würde aber Sinn machen. Ursprünglich hatte ich aber gestern noch gepostet, hätte ich natürlich auch gerne das Ganze eine Nummer höher gehabt. Moment, die Linie hier stimmt nicht. Die muss ich nochmal neu irgendwo einzeichnen. Und zwar, dass wir irgendwo so in dem Bereich, wo wir halt hier die Supports hatten, das ist gestern gewesen, genau, hier drunter, und dass wir da halt nochmal dran laufen und dann entsprechend runterkommen. Das ist jetzt auch über Nacht schon passiert. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon zwei Widerstände, also hier oben hat man eine Range, sieht man ja, und ein bisschen drauf aufgesetzt und dann eben doch runter. Und das ist ja immer mein Ansatz, halt Paritätsumkehr. Hatten wir hier schon die erste Etappe, jetzt läuft hier gerade die zweite. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Rücklauf in die Kerze hier rein. Und dann sollten wir eigentlich darunter fallen auf die 702, wäre hier der nächste Punkt.
Das hier müsste natürlich unterboten werden und dann wären wir hier in dem Bereich, den ich auch in grün eingezeichnet habe, weil das fehlt mir halt auch so ein bisschen. Wir haben hier halt am Freitag einen ziemlich starken Anstieg an der Stelle und hier ein Widerstand, ja, also auch einen mehrfachen Widerstand, wie man sieht, hier nochmal genau bestätigt, und da fehlt eigentlich auch so ein Backtest da drauf, ja, um da halt irgendwie, damit es nochmal weiter long läuft. Und das wäre halt so meine Zielrichtung, die 640, das sind jetzt natürlich 100 Punkte von hier angemessen. Vielleicht kriegen wir die in der Eröffnung, ich weiß es natürlich nicht. Würde sich aber auch decken, wenn man es jetzt nochmal eine Nummer kleiner anguckt, hier mit der Value Area, die wir halt hier haben. Das heißt, 70% des Volumens ist hier oben gestern und die Unterseite hier bei 10.680, das ist auch nochmal ein Pivot. Und darunter 640 wäre natürlich dann halt auch ein möglicher schöner Long-Einstieg, von dem aus dann auch wieder die Value Area und der Pivot und so weiter zurückgekauft werden könnte. So, und das ist aber halt dann wohl eher die Betrachtung für heute Nachmittag, dann vielleicht mit den Amis, dass wir hier unten dann halt eben in dem Bereich, ich habe das ja auch mal eingezeichnet, von da dann halt auch wieder hochlaufen. Vorausgesetzt natürlich, wir fallen jetzt halt hier wirklich mal eine Etage tiefer und testen entsprechend den Support davon gestern nochmal aus, der dann auch eigentlich nicht halten sollte. Ja. So, das ist natürlich immer halt immer konjunktiv, klar, weil ich weiß es ja halt auch nicht und kann halt letzten Endes mir das Ganze nur angucken, was dann da halt tatsächlich dann eben passiert. Aber wäre auf jeden Fall jetzt eine Sache, die ich halt an der Stelle so mal eingehen würde, muss halt jetzt hier nur gucken. Im Stundenchart sieht man das immer ein bisschen klarer. Es war natürlich einige Stunden Support, jetzt bereits auch an der Stelle hier. Das ist der Bereich um die 10.730. Aber das Ganze hat ja eben nicht zu neuen Hochs geführt. Infolgedessen sollte das eigentlich schon dann auch brechen. So, ein Rücklauf hier wäre natürlich schön, wenn wir den kriegen, hier zum Beispiel über das Value Area High und zum Beispiel hier oben an den Point of Control. Das wäre jetzt auch mal ein möglicher Short-Einstieg, vorausgesetzt, er fällt jetzt nicht direkt runter. Also wenn wir jetzt hier eine Reaktion kriegen, und dann wäre das halt hier eine Möglichkeit, gleich mal den ersten Versuch zu starten, um da runter zu kommen. Ich habe hier mit dem X-Frame im Hintergrund ja auch die Stundenkerze, die wir hier in voller Länge sehen, hier auch noch zusätzlich eingeblendet. Und da soll es natürlich jetzt nicht unbedingt drüber rausgehen. Wenn es das aber dann trotzdem tut, und dann muss man halt dann natürlich entsprechend den nächsten Punkt dann irgendwo ausfindig machen. Mal hier gucken, ist über Nacht ein bisschen durchgelaufen, dass es hier noch alles passt. Wir haben jetzt ja irgendwie noch 2 Minuten bis dahin. Ich müsste mir hier nur mal eine Sekunde auf meinem anderen Bildschirm da mal noch ein bisschen was aufmachen, damit ich ein bisschen mehr Überblick habe. Könnt ihr zwar nicht sehen, aber sind im Endeffekt auch nur die Linien, die ich im Block drin habe. Ich habe übrigens, Nelson, wie immer, keine Fragen, also die ich halt zumindest sehen könnte. Habe ich mir schon gedacht, aber es ist noch nichts reingekommen, außer guten Morgen und hallo Dirk. Okay, gut. Nur wenn dann irgendwie halt Zwischenfrage ist, kannst du ruhig gerne machen, solange ich hier nicht gerade mitten im Trade verhaftet bin. Also könnte natürlich jetzt auch sein, ne, dass wir halt hier erstmal ganz schleppend starten. Also dass wir hier direkt Vola kriegen um 9 Uhr in Anbetracht des Bildes, weil wir hier halt eben auch logischerweise durch den Support die Chance auf eine kleine Range halt haben, kann es natürlich sein, dass es irgendwie halt auch bis 10 Uhr hier nur vor sich her schiebt. Würde ich jetzt natürlich nicht ausschließen. Aber wie gesagt, so ein Support, also dass der jetzt direkt nach unten weggesprengt wird, glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Also wir werden sehen. Wir haben jetzt irgendwie noch 1 Minute, mal gucken. Wir haben bis jetzt auch nicht viel Bewegung an der Stelle. Und oft ist es ja eben so, hat man gestern wieder schön gesehen, dann wird dann von 8 bis 9 hochgekauft und um Punkt 9 geht es dann einfach nur schlagartig dann in die andere Richtung. Das ist halt auch eigentlich recht typisch, wenn er halt sowas macht. Hier oben sieht man das ja ganz gut. Erstmal nur hoch und dann, bäm, geht es dann halt runter. Aber es ist natürlich, wie soll ich sagen, jetzt nicht unbedingt eine Situation, die wir jetzt hier haben. Hier geht es jetzt erstmal runter von 8 bis 9. Deswegen könnte es jetzt natürlich erst auch mal andersrum laufen. Aber long würde ich jetzt hier nicht unbedingt gehen, weil wir hier halt eben auch logischerweise, beziehungsweise nicht logischerweise, sondern halt hier unübersehbarerweise
keine neuen Hochs haben. Und deswegen wäre das jetzt auch nicht unbedingt ein Long-Szenario. Sondern der Rücklauf wäre jetzt erstmal soweit nett. Und deswegen jetzt einfach mal genau hingucken, was passiert. So, die Kasse eröffnet hier an der Stelle. Versucht sie auch erstmal nach oben, das ist erstmal gut. Aber wie gesagt, so ein bisschen mehr brauche ich hier jetzt halt schon. Ne? Also hier haben wir jetzt hier den Stundenpivot, der hier angelaufen wurde. Aber es sind jetzt auch gerade mal hier irgendwie 6 Punkte. Was natürlich jetzt auch nicht unbedingt der Rede wert ist. Aber ein Stoppen nach unten würde ich jetzt hier auch eher erlassen. So, aber ist natürlich auch immer mit so ein bisschen, ich will nicht sagen, also Glück ist immer so ein Unwort. Ich brauche nicht unbedingt Glück bei dem, was ich hier mache, aber Pech wäre halt jetzt auch nicht unbedingt von Vorteil. Und mit Glück wollte ich jetzt eigentlich nur sagen, ich brauche natürlich jetzt so ein bisschen das Glück, ja, dass wir jetzt erstmal halt hochlaufen und nicht direkt dann unten durchfallen, weil direkt unten durch wäre dann halt eher die Abteilung Pech. So, aber Glück, dass der Trade aufgeht, brauche ich natürlich nicht, sondern das ist ja eine Geschichte, die kann ich dann halt wiederum verfolgen. Nur warum hier nicht per Stop? Ich denke mal, das ist relativ klar, weil jetzt mal rein von 5 Minuten her betrachtet, haben wir hier die letzte Aufwärtsbewegung bei 780 in dem Bereich. Und wenn ich jetzt hier per Stop reingehe, um das halt halbwegs richtig dann zu handeln, müsste ich dann halt eigentlich einen Stop-Loss setzen, der hier oben drüber liegt, also über 40 Punkte. Und das wäre mir dann doch ein bisschen viel. Das heißt, Risiko ist halt einfach dann eine Nummer zu groß an der Stelle. Und deswegen, und das ist hier natürlich anders, weil hier liege ich irgendwo bei 760 bzw. 763. Und wenn ich den halt dann wirklich ganz klassisch ersetze, den Stop-Loss, dann ist der halt natürlich noch nicht mal halb so groß, wie wenn ich hier unten per Short-Stop reingehe. Trotzdem kann man das natürlich machen. Wenn man sagt, ja, mir ist das egal oder ich kann meine Positionsgröße ja entsprechend drauf einstellen, was ja auch richtig ist, kann man das natürlich trotzdem auch direkt shorten und dann halt eben den Stop größer setzen und dann halt einfach ein paar Stunden nochmal drauf gucken. Aber so lange dauert es hier natürlich ja auch nicht, das Webinar. Von daher versuche ich ja natürlich, das jetzt hier während der Stunde irgendwo abzuschließen. Und das Ziel liegt irgendwo so bei 20 Punkten. Mehr sollte man eigentlich auch nicht unbedingt erwarten. Eigentlich auch für den ganzen Tag nicht, ist das halt schon ein Ergebnis, mit dem man sehr gut leben kann, wenn man einen Durchschnitt von 20 Punkten am Tag hinbekommt. Ich lag im letzten Jahr mit den ganzen Trades immer so bei 40 etwa, also das Doppelte, wobei die aber jetzt auch sich natürlich nicht nur auf die Eröffnung bezogen, sondern dann natürlich dann auf den ganzen Tag. Und deswegen, wir hatten aber auch schon in Eröffnungswebinaren oder halt auch in anderen Live-Trading-Sessions auf der WOT haben wir es ja gemacht, da waren es irgendwie sogar, ich weiß es schon gar nicht mehr, über 70 Punkte, dann irgendwie in den ersten 2 Stunden, wobei das natürlich aber auch Ausnahmen sind, ganz klar. Also wer halt, das richtet sich immer vor allen Dingen an die Anfänger, wer irgendwie den Anspruch hat, hier so eine ganze Tageskerze, die dann im DAX zum Beispiel 100 Punkte lang ist, in etwa im Durchschnitt, wer den Anspruch hat, die ganz irgendwo mitzunehmen und hat meines Erachtens irgendwo da einen falschen Ansatz, weil das ist eigentlich halt viel, viel zu viel. Und es geht ja immer nur darum, ein Stück von der Bewegung rauszuschneiden. Und wenn man eine Strategie hat, die als Beispiel, so als wären wir hier gefüllt, wir sehen die Limits, Pullback wird gerade so ein bisschen mit nach oben gezogen. So, gerade mal gucken, wo wir hier gefüllt werden. Ja, so erstmal schöner Vorführeffekt hier von der Limit Pullback Order. So, da sind wir jetzt drin, genau oben am Peak gefüllt. Wir liegen hier über dem Point of Control und die Position läuft hier sofort erstmal ins Plus. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ersten 5 Minuten, um daran jetzt dann festzuhalten. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nicht einen Fehler, wenn ich zu lange warte. Das ist natürlich immer die Gefahr. Aber ich hätte natürlich ja schon gerne, eventuell mache ich den dann noch 2-mal, halt die Bewegung hier, dass wir die 8 Uhr Kerze dann auch nochmal ganz runter kriegen. Wenn nicht, kann natürlich hier passieren. Ich habe jetzt erstmal einen Stop von 10 Punkten. Das ist 8 Uhr hoch hier oben.
wobei von der Positionsgröße überschaubar. Man kann das auch hier, könnte man jetzt auch skalieren, ne, indem man sagt, okay, man zieht den Stopp ein Stück weit höher und geht dann als Beispiel hier oben mit einer weiteren Position rein. Das muss natürlich auch immer zum Konto passen, das ist ganz klar. Hier ist es jetzt überhaupt kein Problem, weil hier jetzt mit einem Kontrakt. Aber so generell von der Bewegung habe ich ja gesagt, ne, ich hatte so ein bisschen aufwärts, bisschen Rücklauf. Das heißt, wir haben jetzt hier den Versuch, über das Value Area High vom Vortag auszubrechen, sind gleichzeitig hier in der bereits bestätigten Abwärtsbewegung. Und das sollte eigentlich nicht einfach so nach oben hier durchgekauft werden. Und deswegen wäre mein Ansatz jetzt hier, dass wir die 8 Uhr Bewegung nochmal bis ganz runter begleiten und dann halt möglichst auch von dort aus das hier austesten, also im Bereich 730. Und das wäre jetzt halt so der Ansatz dabei, dass wir zumindest versuchen, die Bewegung, die jetzt halt hier auch schon über Nacht angelaufen ist, was ja mittlerweile ja auch relevant ist. Vorher habe ich immer gesagt, alles, was über Nacht ist, sind Mondkurse. Das hat sich jetzt ja natürlich geändert im Dezember, weil der DAX Future jetzt ja völlig andere Handelszeiten hat. Das heißt, der läuft da schon ab 1 Uhr nachts und entsprechend bis 22.30 Uhr. Das ist halt die gesamte Indikation. Und vorher habe ich es immer Mondpreise genannt, weil es natürlich dann halt immer so eher Schätzungen waren, die ja auch von Broker zu Broker dann auch unterschiedlich ausgefallen sind. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Und inwieweit das natürlich jetzt hier heute Nacht mit viel Volumen begleitet wurde, kann ich jetzt nicht sagen, habe ich auch noch nicht wirklich überprüft, was da gelaufen ist. Aber allein von den Öffnungszeiten, die wir hier jetzt einfach offiziell haben, muss man das halt schon dann auch hier anders berücksichtigen, als das halt eben vorher der Fall gewesen ist. So, ich gucke mal hier ganz kurz auf die Statistik, dass man es auch mal halt sieht. Ist jetzt hier irgendwie 0,01%, ist jetzt hier ein Punkt, ist natürlich nichts, ja. Und deswegen ist es jetzt hier auch kein Problem, so finde ich, wenn man halt hier die Position auch entsprechend skaliert und das heißt, sich sein Risiko dann halt verteilt. Weil das Konto hat jetzt hier eine Größe von 7.600 und mit einem Euro beziehungsweise einem Kontrakt, das ist natürlich halt mehr als überschaubar. Und das heißt, ich hätte hier auch jetzt ganz problemlos die doppelte Positionsgröße und hier nochmal das Gleiche, sodass ich hier insgesamt mit 5 bis 7 Euro beziehungsweise 5 bis 7 Kontrakten hier short bin, wäre halt überhaupt nicht das Problem. Und auch für meine Begriffe gut zu argumentieren, warum man das so macht. Weil das halt jetzt nach so einer Kerze direkt halt wirklich eine kommt, eine Long-Kerze, die dann auch gleich da oben stehen bleibt und am Stück durchläuft, ist halt sehr, sehr selten. Und deswegen mache ich das jetzt hier auch mal so, dass ich halt gar nicht hier so punktgenau da halt bin, sondern entsprechend dann halt hier jetzt auch mal zeige, wie man das entsprechend skaliert machen kann. Trotzdem muss man natürlich auch da immer sagen, auch wenn mir das natürlich eine viel höhere Trefferquote gibt an der Stelle, ist es natürlich trotzdem kein Garant dafür, dass es immer funktioniert. Aber halt nichtsdestotrotz dann aber ein Ansatz, wenn man nicht das Rücklaufziel genau bestimmen kann, wie das jetzt hier zum Beispiel der Fall ist, wo man halt entsprechend sich die Position skalieren kann und dann in den Trade da halt sich auch vernünftig einkaufen kann. Ich mache jetzt hier mal noch eine zweite auf an der Stelle. Und weil ich ja hier sehe, wir haben hier ein bisschen Reaktion. Hier oben würde ich das genauso fortsetzen. Jetzt auch mal hier eine andere Positionsgröße auswählen, sodass wir insgesamt hier, falls ein neues Hoch macht, das wäre dann hier ein Fehlausbruch an der Stelle, dann mit 4 Kontrakten drin sind. Und hier oben wäre eigentlich so das Maximum an der Stelle. Das wäre dann halt endgültig. Dann halt ein Ausbruchsversuch, auch hier über die Intraday Value Area und entsprechend oben der Resistance 2 vom Stundenpivot. Und auch entsprechend als, also den alleine, ja, ich verwende die zwar immer, aber nur weil da jetzt ein R2 ist, da zu shorten, das ist nicht unbedingt der richtige Ansatz, sondern ich versuche das ja auch immer dann in Verbindung zu bringen mit anderen Sachen. Und das ist eben halt hier an der Stelle das Hoch, das Stundenhoch, was wir hier haben, in einer bereits angefangenen
Abwärtsbewegung. Und deswegen halte ich das hier schon für absolut gerechtfertigt. So, jetzt haben wir hier den Test von der Value Area Intraday. Wir sind jetzt hier auch dann mit ein bisschen mehr Kontrakten jetzt auch inzwischen positioniert. Und dann gucken wir jetzt nochmal ein bisschen Rückbewegung hier kriegen. Das ist jetzt auch der Versuch, die Kerze hier umzudrehen. Und also kann natürlich immer alles passieren. Aber wie gesagt, dass das ohne Gegenwehr geht, da glaube ich nicht dran. Also das sollte schon ein bisschen mehr noch nach unten kommen. Kann aber trotzdem sein, dass es dann halt erst sich zu 10 Uhr hin dann entsprechend in die Richtung dann halt auflöst. Das kann natürlich sein. Also deswegen, ich habe ja vorhin auch gesagt, wir haben hier ganz klar auch die Gefahr, Chance, wie auch immer, dass wir hier eine kleine Range ausbilden, weil wir hier unten eben die Supports haben. Im Stundenchart sieht man das ja halt. Und kann natürlich genauso gut jetzt passieren, dass es halt hier erstmal schiebt und sich dann halt wesentlich später dann halt irgendwo auflöst. Aber muss man jetzt halt mal gucken. Soll es jetzt hier irgendwie zum Squeeze kommen, macht das auch nichts, weil dann kriegen wir vielleicht sogar nochmal die Chance für den hier oben, das ist die 818, und dann entsprechend dort dann halt in den Markt einzusteigen. Kann genauso gut sein, aber wäre dann halt auch gar nicht so schlecht, dann haben wir auch die weitere Strecke nach unten. Aber muss man jetzt einfach mal ein bisschen zugucken, was da passiert. Ist ja erst die ersten 10 Minuten um. Ich versuche jetzt hier natürlich nur meinen Ansatz ja auch umzusetzen. Und ganz oft ist es eben so, dass halt dann wirklich in der letzten Minute von zum Beispiel jetzt einer 15-Minuten-Kerze, 30-Minuten-Kerze oder auch Stundenkerze, dann sich die Richtung entsprechend auch erst zeigt. Und das dann wirklich dann immer so auf die letzte Sekunde dann halt bestätigt wird. So. Genauso gut, klar, deswegen muss man auch sein Risiko immer im Auge behalten. Kann es auch hier jetzt sein, dass wir hier in der letzten Sekunde einen Sprung nach oben kriegen. Da muss man halt dann einfach gucken, wie man damit umgeht. So, aber jetzt halt hier nochmal, wenn ich das nochmal angucke, da bin jetzt hier irgendwie mit 0,4% liegt die Position jetzt hier gerade hinten. Und wenn man sich jetzt hier mal sagt, okay, ich versuche ein Risiko von irgendwie maximal 2% oder auch 1% als Beispiel, und dann sieht man, es ist ja im grünen Bereich und jetzt hier nicht irgendwie blindes Verbilligen. Und nach dem Motto, ah, ich will unbedingt recht haben, der muss da runter. Nein, sondern es ist halt einfach nur hier die mögliche Ungenauigkeit, die wir halt hier haben und die versuche ich halt hier einzufangen. Deswegen, weil man sagt ja immer, oder in Lehrbüchern steht ja immer ganz oft irgendwie, auf gar keinen Fall den Stop verschieben, auf gar keinen Fall nachkaufen. Das ist natürlich Quatsch. Außer man hat jetzt halt irgendwie, man ist bereits mit der ersten Position irgendwie deutlich über dem, was man an Risiko eigentlich vernünftig eingehen kann mit dem Konto. Dann ist es natürlich keine gute Idee, wenn man das aber, wie ich das ja hier vorhin auch erklärt habe, von vornherein irgendwo einplant. Und dann spielt das überhaupt gar keine Rolle. Ja, weil ich ja halt dadurch, auch wenn ich jetzt hier völlig daneben liege, die Chance habe, mich entsprechend da im Markt dann auch nochmal, beziehungsweise mit meiner Position halt so umzugehen, dass ich mein Risiko da dynamisch halte und das Ganze dann auch manage. Ich kann ja auch jederzeit hier wieder zum Beispiel die dann halt auflösen, die Position, sei es also diese Teilposition, die ich hier nochmal reingegeben habe, sei es jetzt dann im Gewinn oder Verlust und so mein Risiko auch entsprechend dynamisch auch halten. Wenn ich jetzt hier mal drauf gucke, da oben sieht man es ja, dann hätte ich hier 1,2%, wenn der jetzt zum Beispiel halt am Stück da hochrennt und mich da aus dem Markt kickt. So, das wäre halt hier das Schlimmste, was da halt passieren könnte. Und auch das ist ja dann entsprechend verschmerzbar, weil heißt ja auch nicht, dass der Tag dann vorbei ist, sondern heißt dann nur, ich muss mir einen anderen Punkt an der Stelle dann halt aussuchen. So, zackert hier so ein bisschen rum am Intraday Value Area High, wobei das natürlich jetzt auch um 8 Uhr beziehungsweise hier die, knapp nach 9 jetzt noch nicht so eine Aussagekraft hat, weil wir natürlich auch nicht viel Volumen hatten oder beziehungsweise das Volumen halt in der Zeit vor der Kassaeröffnung natürlich auch üblicherweise deutlich geringer ist als danach. Aber deswegen orientiere ich mich jetzt hier erstmal nur an der bestehenden Bewegung, weniger an dem Volumen hier an der Stelle. So, aber wie man sieht, ist so ein bisschen überschaubar.
von der Wohler. Das habe ich ja schon so ein bisschen befürchtet. Aber einfach mal abwarten, was hier bis 9.30 Uhr passiert. Und vielleicht kriegen wir da schon irgendwie mal eine erste Tendenz, wo die Reise da halt hingeht. Und ich hoffe halt in die Richtung, die ich hier auch irgendwo anvisiere. So, was haben wir da bis jetzt? Irgendwie ja, 40 Punkte. Range bisher seit der Eröffnung. Von daher, das ist natürlich noch, hat noch Ausbaufähigkeit nach oben. Aber mal zum Thema Skalierung. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das jetzt hier auch. Weil der ursprünglich, ich habe ja gesagt, ne, so ich will halt hier Point of Control irgendwo da drüber in dem Bereich. Da waren ja halt auch die ersten Entries, die ich halt hier hatte. Und jetzt kann man natürlich genauso gut, ja, er spielt gerade nicht mit, versuche ich dann gleich nochmal fortzuführen. Aber was ich halt sagen wollte, ich kann es ja trotzdem erklären, was ich meinte. Ich kann ja genauso gut diesen letzten Entry, den ich hier hatte, könnte ich jetzt genauso gut dann sagen, na gut, dann löse ich den erstmal hier auf. Ja, wenn wir hier nochmal irgendwie einen Rücklauf kriegen, würde dann an der Stelle erstmal ein bisschen Gewinn realisieren und gleichzeitig auch das Risiko genauso rausnehmen. Das wäre natürlich jetzt hier die schönste Variante, wenn jetzt hier erstmal runterkäme und weil dann natürlich mein Trade erstmal dann halt auch ein Plus ist, inklusive einem realisierten Anteil und damit halt vielleicht auch ein Ansatz, der gar nicht so schlecht ist. Was jetzt hier natürlich ein bisschen verzögern könnte, ist, wir schweben hier gleich wieder über dem Hoch, über dem Volumenhoch von gestern, also über der Value Area von gestern. Und kann natürlich jetzt sein, dass das jetzt hier dazu führt, dass mal erstmal noch ein paar Käufer hier in den Markt kommen und er sich entsprechend versucht, jetzt da oben dann auch zu etablieren. So, aber trotzdem sollte das früher oder später wieder getestet werden. Und deswegen bin ich da halt auch erstmal relativ entspannt, auch wenn die Position jetzt hier so ein bisschen Verlust läuft erstmal, aber es macht nichts. Ist eine Frage reingekommen, ob es nicht Sinn hat, das Volume Profile ab 1 Uhr einzustellen. Das Volumenprofil wird ja sowieso berechnet ab 1 Uhr. Und das ist ja hier nur meine Darstellung. Das heißt, hier ist ja nur, das bezieht sich ja hier nur auf die Anzeige. Die Berechnung ist ohnehin ab 1 Uhr. Von daher macht das keinen Unterschied. Hier geht es dann halt nur um die Daten, die dann halt übernommen werden. Also zum Beispiel für das Vortages Value Area High und Low, das wird dann halt hier entsprechend übernommen mit dem, was ich hier einstelle. Aber die Berechnung an sich ist ja ohnehin in dem kompletten, in der kompletten Zeit von Future. Dann noch eine Frage, ob der Serial Trader auch auf einem Mac-System funktioniert. So wie ich höre, ja. Also es hab da letztens irgendwie, ich weiß nicht mehr, in der Gruppe hat da irgendjemand was dazu gepostet, da hat es wohl halt funktioniert. Da war ich selber erstaunt. Also ich würde es halt nicht empfehlen, ja, weil ich, also es mag sein, dass ich da zwischenzeitlich, und ich muss immer ganz kurz hier ein bisschen bewegen, aber nur für einen Moment, falls wir jetzt hier irgendwie einen kleinen Sprung kriegen über den R2. Da hat es wohl jemand irgendwie aufgesetzt und das scheint auch irgendwie sauber funktioniert zu haben. Und aber ich selber habe das halt zuletzt tatsächlich getestet vor irgendwie, das ist bestimmt schon 2 Jahre her, und habe da halt immer gesehen, dass es halt Darstellungsfehler gab. Von daher habe ich da auch eigentlich immer davon abgeraten. Und was ich ja mache ist, und das ist sowieso halt generell, die finde ich die beste Empfehlung, das Ganze auf dem VPS laufen zu lassen. Und dann entsprechend, wenn man Mac hat, sich dann lieber auf dem VPS da halt einzuwählen, weil es halt einfach ein abgeschlossenes, sauberes System ist und nicht eine Emulation. Also probieren kann man es. Wenn dann aber irgendwas nicht so ist, wie sein soll, dann sollte man jetzt auch nicht unbedingt überrascht sein. Ja, wie ich halt vorhin ja gemeint habe, ne, bei der Eröffnung long würde ich hier nicht gehen. Aber gut, so ist es halt. Jetzt schiebt es halt erstmal nach oben.
Aber macht halt für mich jetzt nicht wirklich Sinn. Ne? Also es kann halt höchstens wirklich sein, dass da halt nochmal ein bisschen gefischt wird. Okay, aber wenn wir halt wie hier so ein Support haben, ja, der eigentlich halt relativ irgendwie so im, in einem Feld ist, wo es halt sonst nichts war, halt hier im Stundenchart, und wir haben von dort aus keine neuen Hochs, heißt es ja nur, das Level hat nicht gereicht, um irgendwie ein neues Hoch auszubilden. Warum soll dann ein Zwischenlevel dann an der Stelle nochmal irgendwo großartig was ausrichten? Und ganz einfach halt ausgedrückt. Deswegen war jetzt halt hier nicht, hier auch mein Ansatz zu sagen, ja, ich gehe hier nicht long an der Stelle, sondern suche mir dann halt lieber den passenden Short, weil wenn er jetzt hier auf die Idee kommt, das dann auch mal anzugehen, und dann geht es höchstwahrscheinlich auch relativ schnell dann auch runter. Und vor allen Dingen halt weiter als hoch. So, jetzt haben wir hier A2, habe ich jetzt hier nochmal nochmal dazugelegt. Da sieht man ja auch direkt punktgenaue Reaktion. Das ist halt einfach wirklich ein bekannter Punkt im, im DAX. Also deswegen sage ich halt auch mal jedem, jeder, der den DAX mit einem Stereotrader handelt und da halt irgendwie Intraday skypen will, sollte sich unbedingt die, die Stundenpivots einschalten, weil der DAX eigentlich immer oder fast immer gut auf den R2 und den S2 reagiert. Und das halt einfach, also nicht als Punkt allein, sondern hier dann halt in dem Fall als, als Übertreibungspunkt. Das ist ja halt der Ansatz. Also das heißt, nur weil dann R2 ist, das reicht natürlich nicht. Aber wir sind hier irgendwie in einer sich gerade erst ausbildenden Stundenkerze, die jetzt zum Beispiel noch dazu über der letzten liegt. Und da sollte das aber jetzt schon irgendwie ein paar Punkte bringen. Zumindest ist das halt in der Regel der Fall. Und heißt aber umgekehrt, kann man das halt auch natürlich auch verwenden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel halt so ein R2 oder ein S2 schnell und deutlich überlaufen wird und sich darüber etabliert, dann hat man es meistens auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit zu tun und sollte sich dann auch drauf einstellen. Das hat man auch schon ganz oft gesehen, dass man dann halt wirklich auch da, dann drauf setzen konnte, okay, da ist ein bisschen mehr Druck dahinter, dann muss man entweder, wenn man halt in einer anderen Richtung positioniert ist, dann halt nochmal neu überdenken, weil es halt wirklich oft aussagt, dass da halt Marktteilnehmer dahinter ist mit ein bisschen mehr Volumen, der halt wirklich dann den, den Kurs dann halt auch in eine Richtung drückt, weil vermutlich liegen hier auch immer irgendwelche Algos dran an dem S2 und R2, die damit halt auch so ein bisschen die Stundenbewegung da halt eingrenzen. Und ich weiß gar nicht mehr, wann ich das irgendwann mal beobachtet habe, aber es ist auch schon lange her und das ist auch der Grund, warum genau die Geschichten da drin sind. Ich habe jetzt hier nur den Stop mal für einen Moment wegbewegt, weil falls wir hier ein bisschen drüber laufen, aber großartig weiter, würde ich das hier nicht mehr machen, sondern ich brauche jetzt hier schon irgendwann mal eine Gegenbewegung an der Stelle, zumal jetzt halt hier mittlerweile auch 9.23 Uhr ist und natürlich die 30-Minuten-Kerze gleich fertig wird und die ist nicht selten auch der Vorbote dafür, was die Stundenkerze dann auch mal werden soll. Das heißt, ich bräuchte wirklich dringend jetzt mal einen Rücksetzer hier auf die, auf, also hier auf das, die Eröffnung von 8 Uhr, damit das Ganze hier wirklich auch Sinn ergibt, was ich hier tue. Und wenn nicht, muss ich jetzt hier anfangen, dann auch erstmal wieder auszuskalieren, die Position. Weil der schiebt sich hier schon so ein bisschen ekelhaft da oben durch. Wie gesagt, so ein bisschen darf er, das ist völlig okay. Nur viel mehr soll es jetzt echt nicht mehr werden. Weil dann würde ich eher drauf bauen, dass wir hier oben hinlaufen und von dort aus dann halt nochmal die 8 Uhr, Entschuldigung, hier anlaufen. Aber das geht hier wirklich nur hoch, ja. Das ist ja halt, es kommt überhaupt nichts an Gegenbewegung. Gerade. Und das ist dann natürlich, wenn man da an sowas dann festhält, einfach nur anstrengend. Dann lieber sagen, okay, ziehen wir schnell mal die Reißleine und sortieren die ganze Geschichte dann nochmal neu. Weil es ist ja wirklich nichts, ne? Sieht man ja. So, fliegt jetzt wahrscheinlich auch hier raus. Beziehungsweise ich mache das mal anders. Ich löse den letzten auf. So, nehme das Risiko raus an der Stelle. Ja, also ich bin ja hier, weil halt der, der letzte Entry. Deswegen habe ich jetzt auch den, den Stop verschieben können, weil ich ja mein Risiko jetzt nochmal verkleinert habe. Sieht man hier 1,6. Bin immer noch unter der 2. Und auch wenn das jetzt hier nur wahrscheinlich eine Übertreibung ist
von dem R2. Aber trotzdem, nicht zu lange dran festhalten. Aber kann jetzt schon sein, dass wir hier wirklich auf den letzten Drücker runterfallen. Und ich haben jetzt hier nochmal Gegenbewegung. Ich will den auch hier nochmal rausgeben, falls er jetzt nochmal hochkommt. Ansonsten heißt das jetzt hier einfach nur, dass da halt ein paar Punkte von der Teilposition dann halt verloren wären. So, aber vom Prinzip her, wenn wir das jetzt runterkriegen, dann kriegen sollten, weil da müsste ich, wie gesagt, mal dringend hin. Und dann haben wir zumindest mal halt irgendwo die Tendenz beziehungsweise den Ansatz da halt bestätigt. Aber es müsste wirklich mal wirklich hier dringend ein bisschen mehr werden. Mehr Gegenbewegung und nicht nur immer so 3, 4 Punkte hier. Das reicht natürlich nicht, um das Ganze irgendwo als nachhaltig und dann irgendwo auch als plausibel da halt einzustufen. Aber weiß man ja vorher nie. Weil man Hier ist würde jetzt. Bitte? ja, führe erstmal aus und dann stelle Nee, ich die Frage. ich wollte halt nur sagen, also der Heiko macht das ja zum Beispiel so, also Heiko Behrendt, der guckt sich immer parallel den Orderflow dazu an und würde jetzt hier wahrscheinlich dann auch sagen, man sieht im Orderbuch schön, dass es halt unterfüttert ist. Sieht man ja so halt auch, ne? Das heißt also, hier geht ja unter kein einziges Low von der 5-Minuten-Kerze drunter, sondern ist ja immer wird dann hier irgendwo der Dip nachgekauft. Und das heißt, da brauche ich auch keinen Orderflow, um das halt so zu sehen. Sollte es hier irgendwie mit 2 Punkten ist die jetzt nochmal raus. Und ich warte jetzt erstmal ab, wie die 30-Minuten-Kerze abschließt. Weil das halt schon ein bisschen nervig hier, die Bewegung, wenn man halt falsch rum positioniert ist zumindest. So, und hier oben falls er das machen sollte, wäre das halt entsprechend oben mein nächster Ansatz. Versucht es mal irgendwie hier zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht. Weil da, ne, hat man ja auch hier oben das ist von gestern entsprechend hier oben die Hochs und dann halt hier so ein Supportfeld und dann halt hier auch nochmal der letzte Ausbruch da drüber und ab da ging es dann halt runter. Ne, und das waren halt hier so die letzten Supports. Deswegen wäre es natürlich halt auch hier die 818 wäre schon so ein Punkt, der dann halt entsprechend halt auch gut aufgehen könnte. Und weil irgendwo wird es hier in dem Feld reagieren. Entweder kriegen wir es hier jetzt sofort, weil er es gar nicht darüber schafft, über die letzte Welle hier hinweg, oder wir laufen wirklich nochmal hier oben an und testen dann halt die Geschichte von da nach da entsprechend nochmal. Also eins von beiden sollte hier schon passieren. Und auch wenn es jetzt im ersten Anhieb vielleicht nicht aufgeht, das macht aber nichts. Das ist ja nicht schlimm. So, du hattest eine Frage, Nelson? Genau, und zwar aus welchen Kursdaten die Pivots berechnet werden. Die Pivots nach den Profildaten berechnet. Das heißt, ich habe hier eingestellt, schätzungsweise 8 Uhr bis 22 Uhr. Und das heißt, die Pivots werden nicht nach Tageskerzen berechnet, sondern nach dem, was ich ihm hier zeitlich vorgebe, was ein Handelstag ist. Und deswegen weichen die garantiert auch ab von Pivot-Indikatoren oder halt eben auch von üblichen Pivot-Berechnungen, wie man sie dann halt vielleicht auf der einen oder anderen Webseite hat, die sich mit sowas befasst. Und macht aber auch Sinn, also gerade also eigentlich eher vorher noch beim DAX, wo der halt nicht über Nacht gelaufen ist, weil da waren die Pivotpunkte ja eigentlich immer oder sehr oft fragwürdig, vor allen Dingen, wenn nachts halt Tageshoch oder Tagestief unterschritten wurden oder überschritten wurden, dann hat man eigentlich immer einen falschen Pivot gehabt und das ist halt damit dann halt ausgehebelt. Genauso kann ich dann halt natürlich auch habe ich halt hier die Möglichkeit, wenn ich die, ich es hier in, das kann man hier bei den Symboldaten ja einstellen. Wenn ich hier zum Beispiel die Kassazeiten einstelle, zum Beispiel 9:30 Uhr, Quatsch, 9 Uhr bis 17:30 Uhr, und dann habe ich natürlich die Pivots berechnet
auf entsprechend dem Kassamarkt, also auch auf den Tageskerzen vom Kassamarkt. Und was natürlich dann halt auch nochmal was völlig anderes ergibt. Und ist aber hier jetzt so eingestellt auf 8 Uhr bis 22 Uhr, auch wenn man das hier drin jetzt nicht sieht. Hier bei den Profildaten, weil dort 1 bis 22:30 steht. Aber das Value Profile, hier das Add-on, hat an der Stelle Priorität. Und wenn ich da halt 8 bis 22 einstelle, und dann sind es halt auch entsprechend die Pivot-Daten, die danach berechnet werden. Und gilt für die Fibos und so weiter ganz genauso. Ne? Man kann es also wirklich dann zeitlich eingrenzen. So, und dann gucken wir jetzt mal, was die 30-Minuten-Abteilung hier macht. Ich lasse mich jetzt hier auch ausstoppen. Das ist jetzt erstmal okay. Und dann werden wir halt mal sehen, was jetzt hierbei rauskommt. Ob er wirklich dieses Hoch nochmal will. Also rein, markttechnisch, fachlich war das halt hier jetzt eigentlich nicht richtig von mir, weil wir hier wirklich die letzte Aufwärtswelle da an der Stelle haben. Aber ich würde auch hier unten wieder anfangen, das Ganze einzuskalieren. Weil das ist natürlich jetzt wirklich ein bisschen doof, dass wir hier wirklich ja nur 5 Minuten Kerzen haben, die alle irgendwie nur in eine Richtung zeigen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber okay. Aber deswegen, das ist aber auch der Grund, warum ich jetzt erstmal sage, Moment mal, ich will der jetzt wirklich da oben drüber, auch wenn hier rein, von dem her müsste ich natürlich den Stop-Loss da oben hinsetzen, wo jetzt eigentlich mein Entry geplant ist. Beziehungsweise den setze ich auch gleich mal hier hin. Falls wir das wirklich kriegen sollten, den hatte ich sogar gestern noch gepostet, gestern Morgen hatte ich noch geschrieben, irgendwie für den ganzen Tag gültig. Weil es halt tatsächlich, dass die 8 Uhr Kerze von gestern Morgen auch da oben an der Stelle. Andererseits das Gute ist, wenn man halt so einen Anstieg hat wie hier, ja, wo halt überhaupt gar keine Welle dazwischen ist, dann weiß man auch eigentlich, wo die Gegenbewegung endet, nämlich ganz unten. Und also in der Regel dann halt, ne, ich wüsste jetzt nicht, warum der hier irgendwie, wenn er jetzt noch tatsächlich von hier ab auch nochmal runterkommen sollte, sehe ich hier irgendwie keinen Punkt, wo der irgendwie bremsen sollte, weil wir hier einfach schlicht und ergreifend keine Welle halt irgendwo sehen. Und 15 Minuten Chart sieht es ja nochmal ein bisschen deutlicher aus. Da ist halt einfach nichts, ne? Außer halt hier vielleicht der Anfang von der 15-Minuten-Kerze. Das wäre dann nochmal die 777. Aber sonst ist da halt nichts. Und das ist natürlich andererseits dann halt wieder der Vorteil. Und darf man sich halt nicht allzu sehr davon beeindrucken lassen, wenn es dann halt mal in der Form hochgeht, wenn aber dann die erste da halt gebrochen ist und dann dreht sich das ganz schnell auch um. Adibola ist natürlich hier echt. Naja. Wohl 45 Punkte jetzt hier rein für eine Eröffnungsrange ist es natürlich. Also, wenn es dabei bleiben sollte, ist es natürlich nicht so wenig, aber trotzdem rein halt hier die Bewegung, die wir haben, da die ja nur alle in eine Richtung gerichtet sind, hätten wir jetzt hier eine normale Eröffnung und wir hätten halt irgendwie noch die Hälfte in die andere Richtung, dann hätten wir hier halt irgendwie eine Range von gerade mal irgendwie 20 Punkten. Aber hier ist ja irgendwie keine Ahnung, was da gerade passiert. Deswegen sage ich halt, die Vola ist eigentlich noch mehr als überschaubar hier, weil es ja wirklich nur in eine Richtung hier geht. So, mal gucken, ob wir das hier da umgedreht kriegen. So, jetzt macht er halt hier ein neues Hoch. Er versucht sich da oben an der Stelle. So, dann würde ich jetzt hier mal den ersten manuell reingeben. Den hier lasse ich mal hier sitzen. An der Stelle wäre jetzt natürlich auch nicht so außergewöhnlich für den DAX. Ne? Hier mal ein kurzes Hoch und dann halt wieder runter. Das wäre jetzt auch nichts Neues. Hier einfach ein paar Stops da oben noch mitgenommen. Vorausgesetzt, ne? Da kommt jetzt halt nichts mehr nach. Dann waren es halt im Endeffekt wirklich nur ein paar Stops da oben und nicht mehr. Weil daran erkennt man es ja dann halt immer. Das ist halt einfach dann hier nur Short-Positionen aufgelöst, was ja letzten Endes dann, also vorausgesetzt,
der Future ist halt hier überhaupt jetzt in irgendeiner Form halt auch dominierend und dann ist es eben ganz oft, dass halt hier einfach nur ein paar Stops aufgelöst wurden. Das waren dann die Käufer hier oben. Und wenn dann aber halt nicht relativ zügig was nachkommt, und dann war es dann halt auch nicht mehr. Deswegen habe ich auch jetzt hier direkt den ersten reingegeben, weil es natürlich jetzt schon sein kann, dass es halt tatsächlich nicht mehr gewesen ist. Auch schon natürlich lustig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Kerzen hier in einer Farbe im 5-Minuten-Chart zur Eröffnung. Das hat auch Seltenheitswert. So, aber kann dann eben sein, dass man hier jetzt bisschen länger da halt dabei bleiben müssen und dass es wirklich dann erst nach 10 und dann in irgendeine Richtung auflöst. So, hier muss man jetzt gucken. Ich schiebe die mal ein bisschen runter, weil aus dem Grund, weil ganz oft ist es so, dass dann halt ich nicht der Einzige bin, der auf die Idee kommt, hier unter dem Tief von so einer 5-Minuten-Kerze irgendwo zu shorten und ganz oft hat man da erstmal eine Reaktion wieder nach oben. Und da würde ich eher den zweiten Ansatz dann da halt auch eingehen. Deswegen das mal kurz abwarten. Ist natürlich auch eine runde Marke, das kommt ja leider auch noch dazu, dass die natürlich immer so ein bisschen psychologisch behaftet sind. Boah, ist aber, also reinste Bewegungslegasthenie hier an der Stelle. Ist der Kurs hier gerade eingefroren oder ist tatsächlich nichts, ne? Nichts los. Dann stelle ich noch mal eine Frage. Und Jo. zwar wird ja gefragt, ob du Informationen hast zu History Trading, wann das im MetaTrader 5 funktioniert. Erstmal leider gar nicht. Also, weil da müsste halt von seitens MetaQuotes da generell an dem Strategietester was geändert werden, weil er ist ja halt wirklich im Vergleich zum MT4 ist das ja eigentlich ein Riesenrückschritt, was sie da gemacht haben. Und weil man kann ja nicht mal ohne weiteres einen Indikator da irgendwie dazufügen und da irgendwas anzeigen. Und das ist einfach nur extrem eingeschränkt. Nee, also leider nicht an der Stelle. Da muss man dann auf den MT4 ausweichen. Hätte ich auch gerne anders, aber kann es natürlich nicht ändern. Ich hole mir mal ganz schnell einen Schluck Wasser. Nelson, du kannst ja vielleicht noch irgendwie eine Anekdote aus deiner Jugend oder so erzählen. Oder? Ah, ja, dann warten wir lieber auf dein Wasser. Ja, du darfst hier schon ein bisschen was sagen. Das dauert ja nicht so lange, aber ich habe hier wirklich ein bisschen zu wenig am Start. Aber ich bin sofort wieder zurück. Nein, kein Problem, mach das. Hier wurde aber auch gefragt, ob FX Flat VPS-Angebote hat. Also wir selber bieten nichts an, aber der Dirk hat da entsprechend auch auf seine Webseite beziehungsweise auch auf seinem Blog Links zu VPS-Anbieter kann man sich da entsprechend die Informationen einholen. Genau. So. Siehst du, ging doch ganz schnell. So, sind tatsächlich noch alle da, alle Teilnehmer anwesend. Hier steht immer nur dabei, wie viel gegangen sind, aber nicht wie viel eingeschlafen sind. Das sollte man irgendwie bei GoToWebinar mal vielleicht als Verbesserungsvorschlag anbringen. Werde ich So. ausprobieren. Ja, sollte man wirklich tun. Also, jetzt hier erstmal kein neues Hoch. Heißt ein DAX leider nur nicht unbedingt arg viel. Aber trotzdem ist es jetzt erstmal gegebener Fakt. So, den hier ziehe ich jetzt nochmal höher, weil wir hier kein neues Hoch haben. Herrgott, ey, der wird mir doch mal hier eine Kerze geben in einer anderen Farbe. Das kann doch nicht wahr sein, echt. Das ist wirklich unglaublich. DAO sehe ich hier parallel. Der versucht sich auch wieder am Hoch von gestern. Der muss eigentlich auch mal eine Runde runter. Aber solange der natürlich auch nicht mitspielt, ist es halt hier zumindest mal von der Future-Seite
wahrscheinlich dann irgendwie ähnlich gepolt. Und das wird das Ganze hier leider dann auch noch unterstützen, dass wir hier nicht nur den Kasa-Markt haben, sondern auch den Future-Markt, der dann auch irgendwie scheinbar von den Amis dann auch noch gestützt ist. Und deswegen sieht es jetzt hier gerade so aus, wie es aussieht. Aber wie gesagt, mich beeindruckt das nicht wirklich. Kann dann höchstens dazu führen, dass man halt hier ein bisschen länger operieren muss, als es eigentlich gedacht war. Und dass es nicht unbedingt direkt dann bei der Eröffnung hier aufgeht, sondern dann halt eben dann ein bisschen später. Das Dann ist halt. stelle ich noch eine Frage, wenn du Ja. erlaubst. Ja, klar. Wie kriegt man deine Fenstereinstellung hin? Welche Fenstereinstellung? Die Anordnung. Ja, indem man einfach die Fenster dahin zieht. Also, das ist ja manuell. Wahrscheinlich hier die drei Fensteraufteilung gemeint, ne? Die Genau. ist, ja, ist einfach nur manuell dahin geschoben. Da gibt es leider keine Funktion im MetaTrader, der das mal irgendwie sinnvoll aufteilen würde. Was übrigens auch sehr wünschenswert wäre, aber ja, gibt es halt nicht. Oh, den Trade muss ich mal hier ausmachen. Hier jetzt auch sieht man ja, ne? Das ist jetzt erstmal weit weg, der Stop, irgendwie 0,5%. Und so, jetzt mal gucken. Also hier kein neues Hoch, jetzt hier im dritten Anlauf. Mal gucken, ob er den jetzt direkt da hier mitnimmt. Und bis zumindest mal die 777 von hier nochmal anlaufen. Das wäre nochmal irgendwie 23 Punkte runter. Und das wäre auch hier nochmal der Bebop in etwa an der Stelle. Und dann halt mal gucken, ob es da irgendwie, ob da auch noch was nachkommt. So, aber die jetzt erstmal rein. Mal gucken, ob der jetzt zumindest mal durchläuft ein Stück. Oder ob wir jetzt hier den gleichen Effekt kriegen, wo ich halt vorhin meinte, deswegen ziehe ich die runter, weil ich nicht der Einzige bin mit der Idee. Aber das war dann auch die erste Kerze. Und hier haben wir halt direkt jetzt schon die Reaktion darauf, dass halt hier kein neues Hoch gemacht wurde. Von daher kann die natürlich jetzt schon ein bisschen weiter runterkommen im ersten Rutsch. Und da wäre halt, ich kann mal auf Minute umschalten, vielleicht sieht man es da ein bisschen besser. Ja, das sieht doch schon ganz ordentlich jetzt erstmal aus. Also da haben wir halt jetzt hier das Intraday Value Area High gepaart hier mit dem S2. So, da wird jetzt halt einen Test machen, wahrscheinlich auch irgendwo kurz reagieren. Den Stop hier natürlich jetzt erstmal ein bisschen näher. Sollen jetzt halt einfach mal gucken, wie er halt mit dem Punkt hier umgeht. Also das wäre halt für meine Begriffe so jetzt so die nächste Anlaufstelle. Weil halt auch hier so eine kleine Clusterung ist im Minutenchart. Hier haben wir jetzt halt einfach nur in Anführungszeichen das Value Area High, mehr aber auch nicht. Von daher sollte das nicht großartig hier halten, sondern wirklich erstmal ein Stück weit tiefer hier kommen. Würde es Sinn Aber. haben, an dem Value Intraday Value Area High einen Teilgewinn mitzunehmen? Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht. Ich würde mir erstmal an, also klar, wenn jetzt hier natürlich reagiert, nehme ich die wieder raus, die Position. Aber jetzt hier ein Teilgewinn würde ich jetzt erst nicht machen, sondern ich will halt mal rausfinden, wenn wir den Bereich hier sehen, wie das hier dann auch reagiert. Und weil es ist halt ja auch nur knapp drüber gelaufen. Wir setzen zwar hier jetzt auf dem R2 auf, aber abwarten. Weil ich will ja halt auch hier jetzt nicht nur irgendwie, das ist natürlich halt immer so ein bisschen der Ansatz, der vielleicht auch falsch ist, hier bei dem Eröffnungstrading. Ich versuche ja natürlich ein bisschen größere Strecke ja auch mitzunehmen und verschenke dadurch natürlich auch ganz oft irgendwie kleine Gewinne. Genau wie vorhin am Anfang, die war ja auch schon im Plus, die Position. Hätte ich ja auch schon auflösen können, aber ich will ja halt hier nicht irgendwie einen Scalping-Ansatz zeigen, sondern halt versuchen hier schon eine Richtung
größere Bewegungsrichtung da halt mitzunehmen, beziehungsweise einzufangen. Aber das hier hatten wir ja vorhin gar nicht gesehen, 5 Minuten Chart, dass wir hier noch ein Gap hatten oder hatten wir da nur einen Aussetzer? Und ja, also hier einmal kurz hoch und dann kam halt nichts mehr hinterher. So, 45, das war jetzt halt die 15-Minuten-Kerze. Jetzt hier mal auf der Seite, schalte es aber gleich wieder um. Die hat natürlich, boah, jetzt, das könnte schon ein kleines Indiz dafür sein, warum wir jetzt zumindest mal irgendwie noch 15 Minuten auch nochmal ein neues Tief kriegen. Er hat jetzt rein. Hier ist ein kleiner Hinweis für dich. Du sollst mal die NG-Range einzeichnen, dann hast du auch das Ziel nach oben, schreibt der Norbert. Wo ist denn das Ziel? Was sagt er denn? Mal gucken. Nach der Range. Wenn er reinschreibt, dann sage ich ja Bescheid. Ja. Circa 834. Ah ja. Gut, ich nehme es mal zur Kenntnis. Wäre mir persönlich ein bisschen viel. Weil das ja einfach nur die letzte Welle wäre, ne? Das sieht man im 5-Minuten-Chart natürlich besser. Norbert schreibt noch, der macht aber 840. Okay, der Norbert hat also eine Glaskugel, okay. Ich habe leider keine. Von daher, ich kann mir nur angucken, was hier passiert. Und versuchen damit umzugehen. So, jetzt haben wir hier das Value Area High jetzt ein bisschen nach oben geschoben, der Point of Control auch. Das heißt, hier kam jetzt ein bisschen Volumen in die Aufwärtsrichtung nochmal rein. So, ich gehe mal nochmal zurück hier auf den. Ja, brauchen wir jetzt ja eigentlich nicht sehen, hier im 5-Minuten-Chart. Es wird natürlich die Kerze hier nochmal zurückgekauft. Bei mir ist wieder Blaulichtalarm vor der Haustür. Ja, das ist schon ein wenig anstrengend hier, die Eröffnung. Ich muss ja wirklich die Kerze jetzt mal angucken, wenn die so schließt. Ja, dann ist halt die Frage, ob das überhaupt dann in der Form noch so aufgeht. Ingolf schreibt, nur die Ruhe wird schon. Naja, nee, ich meine, der Ansatz ist ja halt, ist jetzt nichts Neues. Ne? Wir haben halt hier oben den Support-Bereich. Ich kann auch hier, Moment, muss noch mal kurz rausnehmen ein Stück. So, und dann kommen wir jetzt hier an den, möglicherweise an den eigentlichen Entry dran. Wir haben halt hier oben den Support-Bereich. So, und das ist ja halt ganz normaler Ansatz. Ja, das halt gescheiterte Supports, beziehungsweise solche, die dann halt eben nicht gehalten haben, nochmal anlaufen, halt eben als nächstes plausibles Anlaufziel. Das Problem ist halt hier wirklich nur, dass wir das über Nacht schon gemacht haben. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen, was es nicht gerade einfacher macht. Deswegen wäre es mir natürlich lieber gewesen, wir hätten hier halt einfach die Bewegung fortgesetzt, was ja auch vom Ansatz richtig ist, ja, auf die Fortsetzung von einer Bewegung zu bauen, statt jetzt irgendwie halt auf die Umkehr von einer Bewegung. Von daher finde ich das schon alles legitim. Trotzdem ist es natürlich hier jetzt, es kann halt einfach in ziemliches Seitwärts hier ausarten. Aber nachher ist man immer schlauer. Aber es ist jetzt halt einfach, seit der jetzt halt hier natürlich da drüber ist und sich hier oben echt so hält, auch jetzt nicht mehr unbedingt so ein Vorzeigesetup mehr. Das ist halt klar.
Muss man trotzdem noch mal gucken, wie das hier mit dem fertigen M5 aussieht. Achtzehn hatten wir immer noch nicht, ne? Nee. Er kann mich aber heute hier nicht leiden, ne? Der DAX ist ja überhaupt nicht freundlich hier zu eröffnen. Aber so ist das halt manchmal. Trotzdem, ich meine, kann man sich ja auch denken, ja, wenn jetzt hier halt hier irgendwie das in 5 Minuten so aussieht, dass das nicht die ganze Zeit so weitergeht, das ist wohl auch klar. Und deswegen warte ich da auch einfach nach wie vor drauf, dass wir halt hier echt einen Ruck kriegen, dann früher oder später, natürlich lieber früher als später, der dann wirklich in die komplett andere Richtung läuft. Das wäre halt zumindest mal so die übliche Reaktion darauf. Weil das wird hier heute nicht nur 5-Minuten-Chart den ganzen Tag nach oben laufen, das ist wohl irgendwie klar. Trotzdem hält er sich jetzt natürlich hier erstmal und nervt. Wie sieht denn das Sentiment eigentlich aus? Habe ich mir gar nicht angeguckt, hätte ich vielleicht auch mal machen können. Aber so wie das hier aussieht, ist Sentiment Short. Muss man eigentlich gar nicht großartig gucken. Hattest du vielleicht gerade jemand? Wenn ich gucke, ich hier mal selber irgendwie noch parallel. Minus 40. Ja. Ja, hä? Ich sehe aber hier irgendwie 62% Long. Das haben jetzt mehrere Teilnehmer jetzt hier reingeschrieben in den Chat. Ja. Okay. Würde es zumindest erklären, ne? Warum wir dann halt hier halt auch das Ganze so ein bisschen in die andere Richtung haben. Aber ja, das hätte man ja nicht mal wirklich skypen können, das hier, ne? Also wer hier um 9 Uhr long gegangen ist, herzlichen Glückwunsch. Hätte ich mich nicht getraut. Auch nicht daran festzuhalten. Ich wäre wahrscheinlich spätestens hier raus gewesen, dann natürlich auch. Irgendwie mit 30 Punkten und nicht ausgehend davon, dass sie hier einfach nur nach oben läuft. Hier ist eine Frage, ob du normalerweise vor dem Bildschirm bleibst oder den Trade alleine laufen lässt. Die besten, ganz ehrlich, sind die, wo ich was anderes mache. Also, außer, ich meine, wenn man skypt und wenn man da irgendwie nur ein paar Punkte machen will, ja, dann macht's ja auch, muss man ja auch vor dem Bildschirm bleiben. Aber wenn man jetzt halt irgendwie eine größere Bewegung am besten wirklich Deckel zu, den Stop irgendwo hinsetzen und dann was anderes machen. Muss man natürlich auch so ein bisschen trainieren, und damit man da auch nicht eben ständig dann sich dabei ertappt oder gucken, dass man sich nicht ertappt, wenn man dann irgendwie beim Handy nochmal die Kurse kontrolliert oder so. Und das ist halt echt oft erstaunlich, wie gut es dann läuft, ne? Weil es halt, klar, ist natürlich irgendwo, weil man kann es ja nicht ändern, ja? Man denkt ja immer, man sitzt davor, man muss davor sitzen, ja, man muss es ja unter Kontrolle behalten und ich kann es ja nicht wirklich kontrollieren. Ich kann ja eigentlich nur sagen, okay, das ist mein Risiko. Ich meine, das versuche ich ja hier gerade unter Kontrolle zu halten, mein Risiko, mehr kann ich nicht unter Kontrolle halten. Aber den Trade selber nutzt eigentlich nichts, ne? Von daher, ich habe letztens auch, das hatte ich auch, glaube ich, gepostet, im DAO so ein Ding, da hatte ich halt vorher noch geschrieben, so, dass das halt nicht funktioniert in der Richtung und wieder nochmal runterkommen. Da habe ich dann auch tatsächlich irgendwie, das war abends, aber dann auch um 10 Uhr, habe ich da einen Short reingegeben und habe dann zufällig irgendwie um nach 12 nochmal drauf geguckt. Das heißt zufällig, um nur zu gucken, ob das, was ich im Blog geschrieben habe, überhaupt halt passt. Und da stand das Ding dann 300 Punkte tiefer. Ne? Aber war schon vorher, ist ja schon wesentlich mehr gefallen. Schon bis 11 Uhr habe aber nicht mehr drauf geguckt. Und das sind natürlich dann halt so die netten Überraschungen, aber was heißt Überraschung? Wenn man ja halt irgendwie einen Ansatz hat und ein Setup hat, macht es eigentlich viel mehr Sinn, das so zu machen. Stop setzen und weg. Und dann eher nochmal irgendwie später drauf gucken. Kann wahrscheinlich ja auch der eine oder andere bestätigen, der das irgendwie schon ein paar Tage länger macht.
So, jetzt hängen wir hier echt schon eine Stunde hier in dieser nur Aufwärtsgeschichte drin. Meine Güte. So, jetzt hier nochmal ein bisschen Gegenbewegung. Mal gucken, letzte 5-Minuten-Kerze in der Stunde. Wenn die jetzt nicht da unten hinläuft, dann weiß ich es aber echt auch nicht. Ich gebe mal hier den zweiten Short nochmal rein. Wird den hier oben aber auch nochmal ausskalieren. Und dann oben halt die beiden anderen Positionen rein. Mal gucken, was jetzt hier sinnvoll ist. Ist zwar am Point of Control, aber der selber ist natürlich ja auch nicht unbedingt ein Support. Sondern ja einfach nur ein Punkt, wo Umsatz am Start ist. Hier wird gefragt, ob du auch automatisierte Systeme nutzt. Nicht wirklich, nein. Außer halt die strategische Order, also die natürlich schon öfters mal. Aber der muss ich ja natürlich auch sagen, ob eher long oder eher short. Klar. So. Dann jetzt mal gucken. Also der zweite, jetzt mittlerweile alle Positionen nochmal drin. Also mal gucken, was jetzt hier mit dem Stundenimpuls passiert. Ob der jetzt allen Ernstes da nochmal nachsetzen will. Oder ob wir nicht doch jetzt hier wirklich noch auf den letzten Drücker die Bewegung hier drunter kriegen. Also in die 8 Uhr Kerze rein. Also weil wenn der jetzt hier wirklich hochgehen sollte und da oben drüber auch schließt, dann wäre ich hier heute auch echt raus. Dann würde ich halt sagen, gut, okay, das ist definitiv nicht mein Markt. Da kann ich mich noch so dran festhalten, dass das ein Ansatz ist, der sehr oft funktioniert. Aber dann ist das halt wohl ein Tag, an dem es dann eben anders ist. Aber noch ist es nicht so weit. Nur wenn, ne? Klar. Deswegen sage ich halt auch immer, man darf, egal ob ich das jetzt mache oder irgendjemand anders, man darf nie irgendwie an einem Trade oder einer Session sich da halt irgendwo ein Urteil bilden. Man muss das schon irgendwie dann auch länger im Auge behalten, weil zu jedem strategischen Ansatz gehören sowohl Gewinner als auch Verlierer. Das ist halt ganz normal. Und der Mix macht's halt. Und dafür mache ich ja halt auch die Statistik, damit man halt eben auch sieht, okay, das scheint ja doch irgendwie im Durchschnitt zu funktionieren. Mehr muss es ja auch nicht tun. Ganz klar. Meine Güte, kriege ich mal hier ein bisschen mehr als 3 Punkte noch. Boah, ey. Das ist ja wirklich echt hier von der Vola hier eine absolute Katastrophe und vom Volumen wahrscheinlich auch. Was da halt irgendwie gerade passiert. Ich glaube manchmal echt, wir sollten die US-Eröffnungen handeln, als jetzt den Kram hier. Das ist ja wirklich halt hier irgendwie Range 5, 6, 7, 8 Punkte da teilweise nur in einer Viertelstunde. So, ne? Aber hier habe ich ja auch gesagt, ne? Den gebe ich halt nochmal raus. Und so meinte ich das halt, ne? So kann man halt eben entsprechend das Ganze ja auch sein Risiko dann entsprechend dynamisch halten. Und hat dann eben nicht nur irgendwie ein fixes Risiko und einen fixen TP. Aber nutzt natürlich auch nichts, wenn das halt hier wirklich echt nur auf der Stelle steht, beziehungsweise da halt nichts hinterherkommt. Den Dow, den habe ich hier nebenbei im Blick, der klebt einfach auch nur da oben rum. Der sieht genauso anstrengend aus.
So, dann schauen wir doch mal. Also noch 10 Sekunden, da wird jetzt nicht mehr viel passieren nach unten hin. Aber die 818 von gestern könnte tatsächlich dann halt hier dann kommen. Das ist wahrscheinlich auch nicht mehr als die Eröffnung von gestern. Und das wäre jetzt halt eigentlich nett, wenn wir da oben hinlaufen, wenn wir da jetzt abgeholt werden würden und von da halt mal zumindest eine Gegenreaktion kriegen. Weil ich glaube halt einfach nicht dran, dass das Ding wirklich heute long geht. Ne? Und deswegen ist auch hier meine generelle Short-Haltung, weil das Korrekturtief, was wir da gestern hatten, im Bereich um die 700, finde ich halt, ist viel zu wenig dafür, dass der Trend auch noch nicht hier, dass wir noch gar keinen Trend haben, sondern erstmal nur eine korrektive Aufwärtsbewegung und auch noch kein Reversal. Also dafür finde ich es halt ein bisschen knapp. Da sollte meines Erachtens ein bisschen mehr Schwung kommen. Also der Dow klebt hier. Habe ich ja hier eh auch auf. Kann ich auch mal kurz gucken, was der macht. Klebt hier auch einfach am Vortageshoch hier an der Stelle. Und der hat halt genau das gleiche Problem. Ne? Hat hier die letzte Aufwärtsbewegung und er versucht sich irgendwie gerade wieder reinzuhieven. Ups, Moment, hier aufpassen. Oh, war jetzt ein bisschen viel. Habe ich irgendwie einen da oben vergessen? Ja, na gut, macht jetzt erstmal nichts. Kann man ja wieder ausskalieren. Erstmal gucken, ob wir hier eine Bewegung ein bisschen Gegenwehr bekommen oder ob es jetzt wirklich tatsächlich genauso weiterlaufen will. Was ist denn das für ein Markt? Ist da überhaupt irgendjemand aktiv? Weil es kann ja nicht sein, dass hier rein gar nichts irgendwie passiert. Was war das jetzt? Wieso bin ich jetzt hier schon raus? Obwohl der Stop doch da gar nicht war. Ich gebe mal die Hälfte hier nochmal rein. Habe ich da irgendwas anderes eingestellt? Ja, nur wenn man, habe ich ja gesagt. Also wenn wir jetzt hier wirklich hier oben mit der, auch mit der 5-Minuten-Kerze noch hier oben irgendwo schließen, dann mache ich für heute hier einen Deckel zu, weil das ergibt für mich dann überhaupt gar keinen Sinn, nur weil hier oben jetzt irgendwie ein Pivot ist, dass wir hier durch so einen Bereich, der gestern nicht gehalten hat und hier eigentlich schon umgedreht wurde, dass wir den jetzt eben mal so nochmal umdrehen. Das schreit dann halt einfach echt nur noch nach großer Range und sonst nach gar nichts. Und das wäre nicht unbedingt etwas, was ich gerne handeln würde, sondern da muss ich ja sagen, gut, da haben wir heute ein paar Verlustpunkte eingefahren, dann ist es halt so. Weil damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also mit diesem nur aufwärts hier an der Stelle in einem Markt, der nicht aufwärts ist, das ist mir doch sehr. Erscheint mir sehr befremdlich. Irgendwie so minimal passiert hier was, aber hier die zwei, drei Punkte auf und nieder, das ist halt wirklich katastrophal. So, komm, gehen wir den hier auch noch mal rein. Jetzt bräuchte man zumindest mal halt wirklich mit der, spätestens mit der nächsten 5-Minuten-Kerze hier eine Gegenbewegung. Gucken wir halt.
Genau, der Dow Jones hatte ich ja irgendwie gerade noch irgendwie im Blick. Der steht halt echt auch nur noch auf der Stelle rum. Am Hoch von gestern, der aber auch nicht mehr als Korrektiv ist und nicht unbedingt long. Und klar, natürlich hier die Bullen sagen, ja gut, das ist unsere Chance, wir kaufen das Ding wieder hoch. Dann hat man es natürlich schwer, hier solche Gegenbewegungen, auch nach dem üblichen Setup und dann halt irgendwo tatsächlich mit Gewinn nach Hause zu bringen. So, hier nicht unbedingt auf dem Ask, sondern setze mal ein bisschen drüber, dass wir hier zumindest mal ein neues Hoch bräuchten, damit es halt funktioniert. Ich meine, noch ist halt nichts passiert. Ne? Man kann jetzt natürlich auch noch mal eine Etage höher gehen und kann dann halt sagen, okay, hier oben in dem Bereich, hoppla, in dem Bereich, das heißt, es wäre ja hier, also ja, die letzte Aufwärtswelle bei 845, aber das kommt ja dann auch mit der Range zusammen, die der Norbert hier vorhin eingeworfen hat. Norbert ist übrigens für diejenigen, die es nicht kennen, ist halt eins von den sehr aktiven und auch guten Mitgliedern in der Gruppe, der auch oft gute Ansätze liefert. Und er hat halt, für ihn haben wir halt ein eigenes Add-on gemacht, das halt eine spezielle Range eben halt anzeigt, die er halt gerne handelt. Und das würde halt hiermit dann natürlich an der Stelle auch zusammenpassen. Also mir persönlich wäre es halt zu hoch. Deswegen baue ich da jetzt auch nicht drauf. Also beziehungsweise man sollte ohnehin immer nur das auch handeln, was man halt eben auch selbst sonst handelt und was sich halt eben auch entsprechend etabliert hat als erfolgreich. Aber nichtsdestotrotz hat er eben auch seinen Ansatz und der kann natürlich hier dann logischerweise auch aufgehen. Nur wie gesagt, mir persönlich wäre es halt viel zu hoch, weil es für mich keinen Sinn ergibt, warum jetzt halt hier an der Stelle einfach diese Range da nach oben komplett durchlaufen soll in dem ersten Ansatz. Also ich meine, wir haben zwar jetzt hier ja wirklich schon eine Nachhaltigkeit von 1 Minute bis 5 Minuten, aber deswegen muss das jetzt in der Stundenkerze nicht unbedingt hier genauso fortgesetzt werden. Mir fehlt jetzt hier im unteren Bereich einfach viel zu viel, also weil es jetzt hier alles wirklich durchlaufen wurde, hier unten einfach so drüber ohne Backtest, dann hier auch nochmal jetzt die 809 als Unterkante von der Range einfach so rein und dann nochmal weiter hoch. Also das ist klar, kann es natürlich dann sein, dass wir da oben hinlaufen und dann von dort wieder alles abverkaufen, ja, aber das wäre mir jetzt persönlich ein bisschen zu anstrengend und dauert auch einfach zu lange, ja, weil wir dann halt hier wirklich bis 12 Uhr dann wahrscheinlich hier verhaftet sind und solange ist ja das Webinar jetzt auch nicht angesetzt. So, aber nichtsdestotrotz ausschließen kann man halt gar nichts. Aber wer weiß, also wenn mich das mal sehe ich hier gerade auf dem anderen Bildschirm, ist gerade mal geguckt, wenn mich das mal 4-Stunden-Chart anguckt, der auch bei FX Flat glücklicherweise richtig abgebildet wird von den Zeitintervallen, dann sieht man halt hier auch, wir haben halt hier eine 4 Stunden eine Abwärtsbewegung und in der schieben wir einfach nur gerade. Mehr ist das nicht. Ne? Also wir sind jetzt halt hier an der Oberseite von unserer Abwärtsbewegung 4 Stunden. Und das heißt, auch von daher macht es einfach Sinn, also auch wenn die jetzt hier natürlich in der Aufwärtsbewegung liegt, trotzdem ist mir die Korrektur einfach nicht ausreichend genug. Aber auch hier würde es halt Sinn machen, dass wir da halt nochmal ins untere Ende laufen und dann zumindest mal halt hier den Bereich, und dann sind wir genau da, nämlich bei den Tiefs von gestern, dass wir das halt nochmal irgendwann antesten. Und jetzt nicht einfach so die Kerze so nach oben wieder zurückkaufen. Aber ich brauche Bewegung dafür, mein lieber DAX, und nicht hier immer nur 2, 3 Punkte rauf und runter. So funktioniert das nicht. Haben wir nicht irgendwelche News irgendwie um 22:45 oder um 22:30 zufällig, die da hier ein bisschen reinspielen könnten? Aber steht irgendwie nichts an heute, ne? Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, aber können wir kurz mal schauen.
So, mal gucken, ob wir die jetzt hier umgedreht kriegen. Oder ob das jetzt tatsächlich so weitergeht. So, dass wir hier mit 7 Kontrakten, das wäre so das Maximum. Vorhin hatte ich tatsächlich einen versehentlich zu viel. Aber passiert. Ja, heute Morgen um 8 hatten wir schon eine Nachricht oder eine News zur Industrieproduktion. Aber jetzt um die Uhrzeit ist jetzt erstmal nichts mehr. Ja, okay. So, wie sieht es hier im M15 mittlerweile aus? Absolute Katastrophe für Short natürlich. Wola, wo bist du hin? Die liebe Wola. Aber tatsächlich heute Abend oder spätabend könnte es nochmal Wohler geben, denn Trump wird ja heute eine kurze Rede halten und es wird erwartet, dass er den nationalen Notstand ausruft, um seine Mauer zu kriegen. Je. Also Short All In quasi. So wie Das hast sich du gesagt. wie sich das anhört. Nein, aber vom Bild her, also ich weiß nicht. Meines Erachtens funktioniert das so nicht. Auch wenn es jetzt erstmal irgendwie alles ganz anders aussieht, aber am Dow ja genauso. Also der hat halt auch, kann ich auch mal nur kurz zeigen. Da bin ich ja vorhin auch kurz stehen geblieben. Muss aber trotzdem den DAX natürlich mit einem Auge. Darf ich nicht vergessen. Hier im Stundenchart, so, das ist halt hier halt auch, ne, letzte Aufwärtsbewegung hier in zwei Wellen und da schiebt er sich irgendwie auch gerade rein. Also zwei Wellen für die, die es immer ein bisschen zu schnell geht, wenn ich sowas sage. Ich kann es natürlich auch mal kurz hier ein bisschen deutlicher zeigen, weil ich da oft auch manchmal ein bisschen zu schnell in meinen wörtlichen Ausführungen bin. Ja, also wir haben hier zwei Aufwärtsbewegungen, das heißt hier, ne, korrektiv und dann ging es ja runter. So, und wir hängen hier momentan genau in dieser korrektiven Bewegung da halt drin. So, und das ist eigentlich das Gleiche in Grün. Ne? Also hier mal halt auch, wenn das nochmal feiner aufdröseln würde, hier so das letzte Low an der Stelle. Und das müsste eigentlich auch mal, ne? Also sowas wird normalerweise nicht einfach so gekauft. Und auch wenn wir hier einen Peak haben, ich muss da nicht unbedingt hin. Und nicht nur ich nicht, sondern der Dow eigentlich auch nicht. Ne? Ich zeichne das hier mal kurz noch mal ein bisschen genauer ein. Ich hoffe, der DAX fliegt mir jetzt hier nicht nebenbei um die Ohren. Aber im Moment ist da ja nicht so viel. Ne? Also da gab's, sieht man ja schon, gab es kein neues Hoch. Der muss das jetzt nicht bis ins Letzte hier ausreizen. Also, sondern plausibel ist dann halt oder üblich, dass man halt wirklich so eine gescheiterte Range eben von unten anlaufen, dann auch noch mal runter reagieren. Und darauf warte ich halt genauso. Und das kann ruhig nochmal ein Stück weit rückwärts. Daher würde das halt auch eben alles vom Bild her passen. Und auch im Wochenchart das Gleiche. Also ich habe mich ja da bei den letzten, am letzten Freitag bei den NFPs, da habe ich ja selber nicht schlecht gestaunt, wie sich das im Endeffekt aufgelöst hat. Hätte ich nie gedacht, ja. Aber Ausnahmen bestätigen eben die Regel. Und da haben wir halt hier die Wochenkerze. Wir schließen hier drunter unter dem Vorjahrestief, prallen dann hier in der Woche drauf dran ab und dann kauft er die einfach wieder zurück. Was ist das denn, ja? Das ist halt das gleiche in Grün. Ich hab ja noch gesagt, okay, wir können bis da oben hin laufen, aber dann auch hierhin wieder zurück. Und das ja schon, aber ich hätte es halt auch eher erwartet, dass es halt am gleichen Tag dann eher noch passiert. Dass wir da ordentlich einmal hochkommen, aber dann halt hier wieder dann da unten auch schließen, weil das hier ist alles sehr, sehr, sehr merkwürdig. Also, und eben halt ein Bild, was man selten sieht. Ich finde den momentan den Markt daher auch echt auf der einen Seite spannend, ja, weil es halt irgendwie Situationen sind, wie sie sich irgendwie selten darstellen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr fragwürdig. So vom Handelsansatz her, weil es echt nicht einfach ist.
das dann entsprechend dann auch einzufangen. Und weil klar, Wochenkerze jetzt hier im DAO, da reden wir natürlich direkt über ein paar tausend Punkte, was so ein Ding dann hat. Und da kann ich ja nicht einfach sagen, gut, setze ich einen Stop da oben drüber. Das hält man ja nicht aus. Ne? Also zumindest nicht ohne weiteres. Und der DAX schließt sich dem scheinbar irgendwie an. Also bin ich mal gespannt, wie die ganze Geschichte hier in 3, 4 Wochen aussieht. Ich glaube nicht, also immer mit Vorsicht zu genießen, aber dass jetzt einfach so mal da hochrennt und dann da auch stehen bleibt, ohne dass wir hier echt da unten nochmal deutlich drunter knallen, habe ich so ein bisschen meinen Zweifel dran. Und deswegen, wo ich jetzt gerade spaßeshalber gesagt habe, ja, short all in, also nicht wegen der Aussage, aber ich bin ja auch ein großer Verfechter von dem Punkt, Charts machen News und nicht umgekehrt, weil es ja im Endeffekt ja dann immer auch zusammenpasst. Und deswegen wird es da auch schon Sinn ergeben, wenn wir da plötzlich wieder ganz unten stehen, je nachdem, was da halt kommt, rein vom Bild her. So, wir kriegen ja tatsächlich hier mal 10 Punkte in unsere Richtung. Ist ja unglaublich. Aber jetzt darf ich mich natürlich auch nicht zu früh freuen. Wenn ich schnell mal 15 Minuten hier wieder angucken, wie der aussieht. Ja, der versucht sich jetzt natürlich hier so drunter zu hebeln unter das letzte. Unter die letzte Kerze. Das könnte aber dann auch reichen. Also wenn wir jetzt hier, das dauert dann jetzt leider aber auch nochmal irgendwie bis 10:30 Uhr, aber wenn wir da drunter schließen, dann haben wir zumindest mal ein bisschen Ansatz von Gegenwehr. Also, was ja zumindest schon mal richtig ist, ne, das ist der Ansatz. Ich sage, hier oben ist die Unterkante von der Range und kann ja nicht sein, dass wir da oben einfach reinlaufen. Und ist auch nicht so, wie man sieht, sondern wir haben jetzt hier zumindest mal dann auch ein paar Verkäufer, aber bei dem Volumen und der Wohler, die wir haben, meine Güte, ist halt ein bisschen anstrengend, aber man sieht, es passiert schon mal ein bisschen was. Und wir laufen hier jetzt auch schon mal 20 Punkte rückwärts. So, aber wie ich halt vorhin schon sagte oder befürchtet habe, kann es jetzt einfach sein, dass das halt eben dauert bis heute Nachmittag. Und da muss man sich halt hier überlegen, was man macht. Lässt man das Ganze halt drin, lösen wir jetzt hier auf. Und weil ich ja, hoppla, wie gesagt, versuche hier natürlich eine größere Bewegung einzufangen und jetzt nicht unbedingt nur hier ein Skype abzuliefern. Und da muss ich jetzt gleich mal irgendwie kurz nachdenken, wie ich jetzt damit halt umgehe. Also das hier wäre auf jeden Fall die nächste plausible Anlaufstelle, die 777, jetzt hängen wir aber hier wieder eine 800, das heißt, haben wir psychologische Marke. Das kann natürlich jetzt DAX-typisch alles nochmal ewig dauern. Und von daher muss ich da jetzt irgendwie auch mal wirklich gerade nachdenken, wie ich damit umgehe. Also wenn ich das jetzt hier halt für heute, ne, geht schon los, 800 psychologische Marke, da muss direkt mal wieder einer kaufen, das ist ganz normal. Und jetzt muss ich einfach halt, oder andersrum, was ich gerade sagen wollte, wäre das jetzt halt hier eine Position, die ich mir jetzt halt hier irgendwie einfangen würde, um die möglichst größte Bewegung des Tages einzufangen, würde ich drin bleiben. Also ganz klar. Und dann halt hier gucken, was passiert als nächstes mit der 777 an der Stelle, weil das wäre jetzt halt für mich die nächste Anlaufstelle. Kommt die, wird die durchverkauft, würde ich auf jeden Fall weiter drin bleiben. Aber hier, das würde ich mir schon gerne noch angucken. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir das jetzt hier in 10 Minuten oder einer Viertelstunde noch sehen. Keine Ahnung, ne? Aber früher oder später sollte das halt schon noch kommen. Weil ja hier gerade eben auch der Ansatz dabei ist, halt so ein bisschen aufzugehen, dass halt so eine Range nicht einfach zurückgekauft wird. Aber eben genau die Geschichten, gerade vor einer Minute gesagt, das ist natürlich wieder typisch, ne? Das ist natürlich jetzt hier psychologische Marke und da wird jetzt wieder rumgezappelt bis zum geht nicht mehr. Klar, wir brauchen aber auch erstmal einen Schlusskurs unter der 15-Minuten-Kerze, damit das halt mal irgendwie vernünftig hier angetriggert wird, überhaupt, dass wir hier eine Gegenbewegung haben und eben nicht nur ein auf der Stelle Gestehe hier, ne?
Ja, ist ja ein bisschen schade, aber leider weiß man ja natürlich nicht vorher, wie so eine Bewegung ausfällt. Üblich ist ja eher halt ein Rauf und Runter und mit Reaktionen in beide Richtungen und nicht nur wie heute hier nur rauf, oder gestern war es ja auch schon so, da war es ja dann nur runter, auch nicht wirklich besser. Vielleicht ist auch im neuen Jahr alles ganz anders. Das kann natürlich auch sein. So, ja. Nelson, was machen wir? Bleiben wir hier noch bis Mittag oder Du, ich nehme ja gerne Zeit für dich, das ist kein Problem. Wir haben aber auch gerade keine Fragen, deswegen. ja, ich bin wahrscheinlich alle eingeschlafen, also kann ich auch nachvollziehen. Das glaube ich nicht. Jetzt auch, ich kann es auch keinem verübeln, auch nicht denen, die gegangen sind, die dann sagen, oh mein Gott, was treibt der da? Ja, aber so ist es halt, ne? Wenn man dann halt eben die Stundenkerzen versucht einzufangen, dann hat man es halt schon mal ein bisschen die Gefahr, dass man die Zeit da einfach gegen sich hat. Beziehungsweise dann halt doch sehr mit der Zeit dann eben auch arbeiten muss. Das ist halt dann leider das Problem. Aber klar, wenn man so Ding natürlich eintütet mit Geduld und dann hat man natürlich auch oft eine Position, die dann natürlich auch, die man einfach nicht mehr anfassen muss, ne, für den Rest vom Tag. Das ist vielleicht hier der falsche Ansatz, wenn es um die Eröffnung geht. Aber wie man es macht, ist es ja eh falsch. Von daher Ja gut, sollte man man das. kann eben keine Bewegung erzwingen, ne? So ist das Nee. nun mal im Ja. Daytrading. Der Norbert, der fragt gerade, ob du bezüglich der Brexit-Abstimmung nächste Woche dich eher raushältst oder ganz normal weiterhandelst. Nö, ganz normal. Also, ich meine, da passiert ja, was soll denn da noch groß passieren? Ich meine, also ja, gut, okay, ist vielleicht auch ein bisschen. Bisschen falsch formuliert. Klar kann dann noch was passieren, aber ich weiß es nicht. Also ich denke mal eher, ich habe es ja damals, als der eigentliche Brexit war, wann war das, 2015, 2016, ich weiß schon gar nicht mehr, als es damals halt die erste Wahlrunde war, die ja dann halt irgendwie über Nacht gelaufen ist, da habe ich mich damals auch positioniert, beziehungsweise auch lange vorbereitet. Da hat man aber auch wirklich über Wochen gesehen, was da halt passiert. Im DAX war das halt eben ja auch damals. Und der wurde halt einfach nur dann nachher halt zum Schluss hier nur noch massiv nach oben gekauft. Weshalb ich ja dann auch gesagt habe, das Ding ist short. Und wir sind da auch rausgekommen, da wo ich halt auch tatsächlich, wo ich das halt für mich halt gesehen hatte, bei 9.200 damals. Aber das hat sich aber vorher abgezeichnet. Ganz klar und ganz deutlich nach einem klar erkennbaren Muster. Und wenn wir das hier kriegen, auch noch in irgendeiner Form, dann kann man sich auch mal überlegen, ob man da halt nicht auf doch noch größere Wohler setzt. Und Indiz wäre meines Erachtens übrigens, wenn wir jetzt hier weiterhin einfach nur noch long laufen, ja, dann wäre das eher schon wieder ein Short-Signal. Weil das dann halt irgendwie für meine Begriffe zumindest dann dafür spricht, dass sich da halt irgendwo einige eindecken mit Positionen, um einfach so hoch wie möglich abstoßen zu können oder halt eben dann mit Optionen auf der anderen Seite dann entsprechend dann halt wiederum in Gewinn zu verwandeln. Und aber pff, muss man sich angucken. Also im Moment sehe ich noch nicht viel davon, außer dass wir jetzt klar hier so ein bisschen raufgedrücke haben, aber das reicht für meine Begriffe jetzt erstmal noch nicht. Von daher würde ich da wohl eher erstmal ganz normal weiterhandeln. In Verbindung damit sollten alle FX Flat Live Kunden auch meinen Posteingang schauen im MetaTrader. Wir werden an dem Tag einige Maßnahmen durchführen. Schließen. Alle Positionen schließen. Nein. Margin-Anforderungen und Ja, klar. Stop-out-Level. Ja, also. Man weiß es nicht, ne? Das ist, man wird sehen. Da war ja in letzter Zeit, war ja generell bei solchen Events ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr viel passiert auch.
Also bei Polit-Events habe ich zumindest so den Eindruck, das sind irgendwie die schönsten Geschichten, sind da halt schon ein paar Jahre her. Brexit, Trump-Wahl und alles andere danach war ja immer eher überschaubar. Das Beste war, glaube ich, die Bundestagswahl. Da haben wir, glaube ich, irgendwie 20 Punkte Bewegung im DAX gehabt oder so. Das ist halt auch so das absolute Non-Event. Du hast ja gesagt, 20 Punkte reichen aus. Also. Ja, klar. Nee, aber ich sage nur von der Wohler her, bezogen auf die eigentliche Wichtigkeit, also ich meine, deutsche Bundestagswahl ist sowas von nicht wichtig. Das hat ja, haben die Märkte ja auch ganz klar wiedergespiegelt, wie egal das ist, welcher Politdarsteller da gewählt wird. Und es ist natürlich halt bei allem, was international ist, dreimal größer. Egal, ob das Macron war, der halt gewählt wurde, da ist halt noch recht viel passiert. Trump sowieso, Brexit, aber alles, was in Deutschland passiert, nichts. Das interessiert irgendwie scheinbar gar keinen. Ja, ich glaube, letztes Mal war jetzt auch nicht der größte Überraschungseffekt erwartet worden. Ne? Nee. So, ich mache mal hier übrigens Folgendes. Ich ziehe mal den Stop hier ein bisschen hinterher jetzt, weil ich habe jetzt nicht vor, an dieser Position noch großartig was zu operieren. Entweder läuft er jetzt halt von hier an oder dann halt eben nicht. Aber ich müsste halt hier mal dringend runter, so unter die 800, weil das hier ist halt eine Katastrophe. So, was er jetzt halt hier versucht, das sieht man übrigens im Scalping-Ansatz. Er klemmt jetzt hier an dem Tief bzw. der Eröffnung von der letzten 15-Minuten-Kerze. Wenn wir jetzt darunter schließen sollten, ja, weiß ja nicht, ob man mir den Gefallen jetzt hier endlich mal tut, wenn wir darunter schließen sollten, dann sollten wir von da eigentlich auch recht schnell nochmal hier das Tief anlaufen. Da reden wir über eine Strecke von sagenhaften 4 Punkten. Ja, so hoch ist nämlich die Wohler hier. Das sieht furchtbar spektakulär aus, aber es ist einfach nichts, was hier passiert. Einfach rein gar nichts. Aber deswegen zackert er jetzt hier halt rum, nur um das halt eben kurz zu erklären. Nicht nur wegen der 800, die natürlich jetzt hier auch in dem Bereich sind, sondern weil es halt eben dann oft auch dann Trigger ist für eine entsprechende Gegenbewegung. Meine Güte. Sagt der Dow auf der anderen Seite, ja, auch nichts Neues, außer ein kleines neues Hoch und dann wieder am alten Widerstand. So, die 3 Minuten warten wir jetzt noch und dann denke ich, kann man hier langsam irgendwie mal den Deckel zumachen, weil das bringt, glaube ich, irgendwie nicht viel. Da jetzt hier irgendwie noch in den nächsten Minuten da auf was Größeres zu warten. Ja, nicht, dass der Markt die Rede von Trump antizipiert und lieber höher verkaufen wollen heute Abend oder heute Nacht. Ja, es kann sein, ne? Schon möglich, also. Das kann schon sein. Das nervt auch momentan, finde ich, mal so ein bisschen, ne? Das hat ständig irgendwelche komischen politischen Sachen da halt irgendwie. Und man sieht es ja dann auch, es ist. Vorher wird dann hochgekauft oder und dann halt eben alles wieder runtergekloppt oder eben genau umgekehrt. Ach je. Ja, das ist halt das, also ich will mich hier jetzt nicht über den Markt ärgern, aber das sieht mir schon sehr, sehr, sehr gewillkürt aus, einfach das Ganze. Auch wenn jetzt hier irgendwie die Reaktion da ist und auch recht punktgenau, aber irgendwie schön handeln ist anders. Das ist echt anders. Also ich schließe nicht aus, dass der eine oder andere sagt, juhu, läuft genauso, wie ich mir das vorstelle. Aber ich behaupte, das, was, wie das momentan läuft, ist schon ein bisschen untypisch. Auch gestern hat man auch gesehen, irgendwie, da halt irgendwie vor der Eröffnung dann halt, gut, das ist normal, ne? Vor der Eröffnung hoch und dann halt runter, aber da ging es zum Beispiel, da ging es nur runter. Da kam ja auch irgendwie auf einer Strecke von irgendwie 130 Punkten,
oder noch mehr von 150 Punkten kam da nichts an Gegenbewegung, nichts. Da konnte man froh sein, wenn man irgendwie 5 Punkte Gegenbewegung hat. Und heute ist es genau umgekehrt, ne? Also hier vor der Eröffnung runter und dann nur hoch und hier auch kaum Gegenbewegung. Gut, jetzt haben wir hier 20 Punkte mal gehabt, aber auch das ist ja, und vor allen Dingen, da läuft hier einfach keine plausiblen Punkte irgendwo an, sondern krebst und hangelt da oben irgendwo rum. Und plausibel wäre halt so ein Wibop halt zumindest mal oder halt jetzt eben hier die 777, gut, die deckt sich ja jetzt halt auch damit. Aber das ist, weil es halt eben ja auch nicht long ist, genauso wie es gestern eben auch nicht ohne weiteres Short war. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, was soll das? Oder wie will man das halt dann irgendwie im ganz, ganz kurzfristig handeln? Also generell, wie man es handelt, ja, aber jetzt nicht unbedingt irgendwie so, dass man in einer Stunde dann auch mal irgendwo fertig ist, außer man hat dann irgendwie gerade wirklich die richtige Richtung erwischt. Und dann kann man sich natürlich über sowas freuen und dann einfach laufen lassen, ne? Deswegen habe ich ja gesagt, wer heute Morgen hier um 9 Uhr long gegangen ist, Glückwunsch, klar. Aber das ist halt außergewöhnlich einfach. Ich glaube nicht und werde auch darauf wetten, dass das so aufgeht, long ohne weiteres. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen bin ich ja auch hier short unterwegs. Da kann natürlich der eine oder andere sagen, oh, gegen den Trend. Nein, wir sind nicht gegen den Trend. Die ganze Long-Bewegung, die wir haben, ist korrektiv. Und nicht mehr und nicht weniger. Schließt natürlich nicht aus, dass wir da oben raus schießen. Und deswegen hatte ich das hier auch schon im November oder Dezember ja auch schon gezeigt, dass natürlich da die Bullen auf den Plan kommen, aber wir sind erstmal immer noch short. So, und deswegen ist natürlich, wie groß Wetterlage short ist, suche ich mir natürlich auch im Intraday eher short aus, beziehungsweise dort vernünftige Einstiege, so dass ich halt eine größtmögliche Bewegung halt einfach bekomme. So, das ist der Ansatz. Der ist auch, behaupte ich mal, auch allgemeingültig und bringt eben dann halt auch im Endeffekt dann auch sicherlich das bessere Ergebnis, wenn man das halt immer so macht. Nur wenn man dann halt eben solche Tage hat wie hier jetzt, dann 2 in Folge, die dann halt so ein bisschen wirklich anstrengend sind, anstrengend und zäh. Und dann muss man halt schon mal ein bisschen Sitzfleisch dann auch mitbringen und um das dann halt eben durchzuhalten. Sagt jetzt für solche Webinare und so weiter natürlich dann halt ein bisschen doof, aber ich kann es ja eben nicht beeinflussen. So, aber ich glaube jetzt wirklich hier bei der Vola machen wir jetzt hier, glaube ich, irgendwie erstmal einen Break, ja, weil das bringt nichts. Laufen hier Vielleicht irgendwie. noch die letzten drei Anmerkungen beziehungsweise Ja. 2 Fragen noch. Also der Cem, ich hoffe, ich habe es das richtig ausgesprochen, der sagt, wir sehen heute noch die 682. Niklas schreibt, Senti ist jetzt bei minus 14. Und zu deiner Aussage, Long-Bewegung ist korrektiv. Die Frage, wo und wann siehst du dann neue Tiefs? Es müssen keine neuen Tiefs kommen. Das Ding ist nur, also generell, nochmal, mein Ansatz war ja schon seit Dezember oder vielleicht sogar schon November, wo ich gesagt habe, ab 10.600 werden die Bullen auf den Plan kommen. Und aber nur weil die auf den Plan kommen, heißt das jetzt nicht, dass die in einem Rutsch oben durchkaufen. Und bis so ein Reversal, wenn es überhaupt kommt, ja, halt dann auch wirklich sich etabliert hat. Das dauert ja. Weil vor allen Dingen, wir haben ja halt hier große Marktteilnehmer, das ist ja unübersehbar, ja, die halt hier Positionen abbauen. Und die werden natürlich entsprechend logischerweise die Rückläufe nutzen, um ihre Positionen weiter abzubauen. Und die Frage, die sich am Endeffekt einfach nur stellt, ist die, was hat dominiert? Ja? Waren die Käufer, haben die das alles genutzt, jeden Abbau, um sich dann halt wieder einzudecken? Und waren die größer als die Verkäufer oder nicht? So, und daraus ergibt sich ja, dass man halt, wenn so ein Reversal versucht wird, dass man entsprechendes Auf und Ab eben hat. So, und das heißt, ich rechne erstmal damit, dass wir hier seitwärts kriegen. Ich sehe nicht unbedingt neue Tiefs. Ich rechne erstmal mit seitwärts. Und dann wird sich halt, und zwar, deswegen habe ich den Kasten ja vorhin auch hier gezeigt, der müsste eigentlich noch ein bisschen tiefer gehen, aber hier fehlt ein bisschen was an Kursen, die zwischen den Tagen entstanden sind.
Aber das ist halt für mich so eine potenzielle Zone, in der es erstmal noch lange schieben kann. Und da müssen nicht neue Tiefs kommen. Vielleicht läuft er wirklich von hier auf 12.000 auch nochmal. Oder vielleicht fallen wir auch da unten durch. Aber das ist eher so das, worauf ich mich einstelle. Aber trotzdem sind wir übergeordnet short und haben jetzt hier am Freitag eine heftige korrektive Aufwärtsbewegung gehabt. Und deswegen suche ich jetzt halt auch wieder nach Short erstmal. Aber neue Tiefs muss nicht sein. Muss, also, ne? Ich meine, ich habe keine Glaskugel. Ich kann halt eben auch nur, ich mache das ja auch schon irgendwie ein paar Tage, ein paar Jahre natürlich. Und kann dann natürlich halt auch nur so ein bisschen die Erfahrung mit reinspielen lassen und eben das, was halt dann auch halt plausibel ist, plus eben das, was ich halt auch sonst immer handle und was ja halt eben auch ein positives Ergebnis im Durchschnitt hervorbringt. So, und nichts anderes mache ich hier, darauf konzentriere ich mich, ohne jetzt hier irgendwie zu spekulieren, zu sagen, ja, wir laufen bestimmt zu 11.200. Das ist doch totaler Quatsch. Also so irgendwie an den Markt ranzugehen, das ist wirklich totaler Quatsch. Und das kann auch nur nach hinten losgehen. Und deswegen bin ich da auch sehr zurückhaltend mit irgendwie Äußerungen, wo ich sage, wir stehen dann an dem Tag da und da. Und das halte ich halt auch einfach immer echt für hoch unseriös, sowas in der Art von sich zu geben. Machen halt einige gut, müssen es auch selber mit klarkommen. Aber ich mache es halt nicht, sondern ich sage halt immer nur irgendwelche Punkte an, wenn ich halt entsprechend im Chart was Passendes dazu sehe, wo ich weiß, das ist in der Vergangenheit, hat es immer so und so aufgelöst, aber ich kann mich da hier nicht hinstellen, kann sagen, ja, wir laufen jetzt bestimmt zu 9.200 irgendwas oder wir laufen irgendwie auf 12.000, das weiß ich nicht. Ne? Ich sage nur, sind natürlich für beide Richtungen die Chancen gegeben und wir haben halt hier eine größere Range, in der man halt einfach sich genau angucken muss, was passiert, und letzten Endes werden es die großen Marktteilnehmer entscheiden, in welcher Form halt auch immer. Und wir müssen halt gucken, dass wir halt irgendwie da in den Bus halt dann an der richtigen Stelle einsteigen und dann halt eben da ein paar Punkte halt rauszuschneiden. So. Und deswegen auch genauso, sorry, wenn ich das an der Stelle so sage, wenn da jemand meint, wir laufen heute bei 10.600 irgendwas, ich will ja auch dahin, ja, trotzdem sage ich nicht, das kommt ganz bestimmt. Ja, also ich denke schon, aber allein das Wort denke, wenn ich das ausspreche, dann kriege ich selber immer schon Zuckungen, weil ich kann denken, so viel ich will. Ich muss es mir halt angucken. Wenn der Stundenchart da oben drüber schließt, dann sehen wir heute keine 10.640 höchstwahrscheinlich, sondern irgendwie was ganz anderes. Und das meine ich halt eben. Ja, klar, ich hätte es ja gerne. Was war die Zahl, was da eingeworfen wurde, Nelson? Ich habe auch den Namen leider verstanden. 682. Ja, doch, 682, ja. Ja gut, das wäre so eine Zahl, mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber nichtsdestotrotz geht ja in die Richtung. Was haben wir denn da? Haben wir da irgendwas? 679, ja gut. Da hätten wir halt das Value Area Low von gestern. Ja. Aber wir stehen jetzt erstmal über dem Value Area High von gestern. Deswegen, wir müssen erstmal da wieder rein, unter die 760, uns da etablieren, also in der Nähe von der Eröffnung, und dann kann man darüber reden. Aber vorher ist es halt reine, ja, Wahrsagerei. Und das mag ich nicht. Okay, so, also hier gab es jetzt auch mal keine neuen Hochs. Ich glaube, wie gesagt, das macht jetzt wenig Sinn hier, wenn wir uns noch irgendwie da halt bis 12 Uhr, da ist hier irgendwie noch im Webinar aufhalten, hat bestimmt der ein oder andere auch was Besseres zu tun. Und man kann sich das einfach mal im Auge behalten. Also auch wenn ich das jetzt hier nicht komplett zu Ende bringen kann, so wie es aussieht, weil die Wohle halt einfach nicht reicht. Trotzdem, das wäre halt nach wie vor mein Ansatz. Wir haben hier entsprechend, so wie ich sie auch gehandelt habe, auch wenn die ersten beiden Shorts, beziehungsweise der erste Short, den habe ich ja nur noch mal reingegeben. Auch wenn der erste Short ein bisschen früh war, trotzdem passt jetzt für mich erstmal der Ansatz. Wir haben hier oben eine Range, beziehungsweise hier eine Supportzone, die nicht gehalten hat. Die wurde ordentlich durchschritten. Die testen wir gerade von unten. Das ist mein Ansatz, Paritätsumkehr. Aber da wir hier im Stundenchart sind, kann es halt eben auch noch ein paar Stunden dauern. So. Aber das ist eben der Grund für meinen Short hier. Und da sehe ich momentan jetzt auch erstmal keinen weiteren Grund, warum ich da nicht dran festhalten soll.
Und deswegen trotzdem wäre jetzt mein nächster Ansatz hier unten, da wir natürlich hier eine relativ ordentliche Kerze im Stundenchart haben, die zwar auch in der Abwärtsbewegung liegt, trotzdem haben wir hier ordentlich nach oben. Mein nächster Ansatz oder der nächste Punkt, auf den ich mich konzentriere, wie gesagt, ich fasse das hier nur nochmal zusammen, wäre bei 10.777, das ist auch, oder 76, das ist halt das Hoch von der 8 Uhr Geschichte hier, von der 8 Uhr Eröffnung ist es ja nicht mehr, sondern eben von 8 bis 9, das war halt die letzte Stundenkerze in dieser eigentlich fortgesetzten Abwärtsbewegung, da würde ich mich jetzt erstmal drauf konzentrieren. Wenn die kommen, die sollten aber dann schon kommen. Das wird mich jetzt wirklich extrem wundern, wenn wir die jetzt nicht gleich, was heißt gleich, ist relativ, aber dann wirklich hier in den nächsten ein, zwei Stunden mal sehen, das wäre schon arg merkwürdig. Da würde ich mich jetzt zuerst mal drauf konzentrieren. Wenn da entsprechend die Stunde nochmal drunter schließt, dann würde ich auch eher darauf wetten, dass wir dann auch tatsächlich hier nochmal bei 700 stehen und dann tatsächlich auch in den Bereich von 10.600 irgendwas kommen. Solange wir aber hier oben drüber schließen, kann es einfach nur furchtbar nerviges Geschiebe einfach sein. Solange bis halt entweder das da oben dann halt drüber geht oder dann halt hier drunter geht. Also das kann noch ein bisschen nervig werden hier, die ganze Geschichte. Das wäre jetzt mein Ansatz. Aber der Trigger wäre tatsächlich hier Stundenschluss unter 10.777. Wenn der kommt, dann sollten wir auch weiter runterlaufen. Kommt er nicht, dann sollte man vielleicht heute was anderes machen, sich morgen nochmal angucken, was denn da passiert. So, das in Kürze zusammengefasst, aber wie gesagt, da jetzt halt hier nochmal über eine Stunde irgendwie auf den Chart gucken, wenn der hier halt hier irgendwie nur wirklich 3-4 Punkte rauf und runter noch läuft, das macht irgendwie keinen Spaß. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem das so geht. Oder? Okay, dann machen wir hier an der Stelle Schluss. Also hast auch ganz viel Danke auch im Chat bekommen. Aber selbstverständlich, Sie können natürlich Kritik auch reinschreiben. Wir wollen uns ja auch verbessern. Ich glaube, das ist auch in deinem Sinne, Dirk. Ja, ja, klar, absolut, natürlich. Also können wir auch gerne laut aussprechen. Ich habe da überhaupt gar keine Schmerzen damit. Wenn da irgendwas an Kritik ist, bitte her damit. Tatsächlich aber nichts Negatives geschrieben. Das freut uns natürlich. Wir hören uns wieder am 21. mit Helpdesk und dieses Webinar ist dann einen Tag später, am 22. dann wieder um 8:45. Vielen Dank, Dirk, für deine Zeit und die Ausführungen heute, auch wenn der Markt ein bisschen aus deiner Sicht nicht ganz mitgespielt hat. Und aber natürlich danke an die Teilnehmer wieder für das Interesse und dabei sein. Aufzeichnung, ja, kommt wie immer dann entsprechend im Laufe der Woche online. Und ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Wie gesagt, heute Nacht wird Trump traden. Vielleicht auch mal das Ganze von der Außenseitenlinie beobachten, wenn man sich unwohl fühlt. Und Dirk, gerne die letzten Worte und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich natürlich auch an der Stelle. Der Markt hat ja, wie der Nelson ja gerade schon gesagt hat, also ich sag mal, vom Ansatz her spielt er mit, ja, nur vom Zeitlichen her macht er jetzt irgendwie, spielt er da gerade nicht so mit, wie er soll. Alles andere soweit okay, aber zeitlich ist natürlich, es ist unmöglich, da halt zu beeinflussen. Deswegen im Namen des Marktes muss ich mich dann entschuldigen bei all jenen, die hier eingeschlafen sind, um es mal vielleicht mit ein bisschen Humor zu fassen. Aber so ist das halt manchmal. Und das wäre natürlich auch so die Stelle, so wo man sagen müsste, weißt du was, ich gehe jetzt irgendwie, mach mir einen Kaffee oder setze mich hier um die Ecke, gehe ein Brötchen essen oder Mittagessen, gehe, keine Ahnung, mal kurz irgendwie einkaufen, komme dann nach 3 Stunden wieder und guck dann drauf. Das wäre definitiv so eine Situation, wo das absolut Sinn macht. Und viel mehr als jetzt hier davor zu sitzen und da halt jede Minutenkerze da halt irgendwie genau zu inspizieren, wo man sowieso nichts dran ändern kann, ja. Aber so ist das halt. Also wie gesagt, ich behaupte, ne, Ansatz nach wie vor richtig, auch wenn der erste Short ein bisschen früh war, ein bisschen doof bei der Eröffnung, weil ich natürlich ja versuche, hier das Ganze zum Abschluss zu bringen. Aber ich hätte es auch nicht erwartet, dass wir da jetzt halt da nur nach oben schieben, dann einfach rumstehen bleiben, dass es halt jetzt so lange dauert. Ist halt ein bisschen schade, aber das macht nichts. Wird auch wieder anders. Also, Dankeschön, dass ihr dabei wart.
Und wie der Nelson auch schon gesagt hat, und ich auch gerade, Kritik jederzeit gerne willkommen. Ich mache ja auch nicht alles richtig und bin natürlich immer offen für Kritik und beiß da auch keinen. Aber deswegen muss man sich da wirklich nicht zurückhalten. Also, euch allen viel Erfolg und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Und danke, Nelson und FX Let's. Habe ich fast vergessen. Verdammt. Also, natürlich auch noch danke hier für die Veranstaltung vom Webinar. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ja. Ciao.